Und dann muss man ja noch den Ton anschalten. So, und jetzt leuchten hier alle Sachen bunt auf, die sonst auch bunt aufleuchten. Ach, ist das schön. Bis jetzt geht's noch. Mal gucken, wie lange. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße, wer auch immer uns zuschaut, live oder in Farbe, in der Aufzeichnung. Es geht wieder in die Matrix-Welt. Wenn es nur drei Filme gäbe, hätten wir heute den letzten, aber da ist jetzt mittlerweile ja schon viel, sind wir gut über die 50% dann aber drüber. Und ich begrüße natürlich auch wieder den Tom, bei mir rechts oben auf dem Bildschirm. Hallo Tom. Einen wunderschönen guten Abend. So, sieht so aus, als könnte man dich hören. Mich kann man auch, müsste man hören. Und wenn sich niemand beschwert, wird es auch hoffentlich so sein. Jeder, der im Chat ist, kann ja mal Piep sagen. Genau, das wäre eine Aufforderung an Zuschauende. Genau, wir ja, machen das, was wir jetzt schon zweimal erfolgreich gemacht haben, nämlich wir kommentieren die Matrix, ja, Tetralogie mittlerweile, indem wir hier bei uns lokal den Film schauen. Hier im Stream sieht man den Film nicht oder nur so in Standbildern, die wir immer mal wieder reinbeamen können, um dann über bestimmte Sachen zu sprechen. Ansonsten gibt es hier nur einen Ausschnitt unterhalb des oder am unteren Bildrand, wo der Timecode durchläuft und die, ja, die Position, an der wir uns befinden, in Prozent. Da kann man sehen, wo wir im Film sind. Und man sieht auch ein bisschen Farbschema da, die da unter dem Timecode liegen, aber ansonsten sieht man nichts vom Film und man hört ihn auch nicht. Das ist natürlich der Logik hier auf Twitch geschuldet, dass wir den Film nicht zeigen können. Was man aber hört, sind unsere Kommentare. Mein Name ist Jens Holze. Die von Ihnen, die aus dem Seminar kommen, wissen, wovon sie, was sie erwarten dürfen. Die anderen, ja, ich beschäftige mich hauptberuflich mit Filmen im Kontext von Erziehungswissenschaft, da machen wir Filmanalyse und da gucken wir uns natürlich auch viele Filme an. Und Matrix-Filme, da haben wir schon Seminare gemacht, auch wir zwei zusammen, um das mit Studierenden zu besprechen. Das ist ja ein sehr ja, reichhaltiger Fundus an Interpretationsmöglichkeiten und das haben wir schon mehrfach ausgenutzt. Und auch dieses kleine Streaming-Experiment ist sozusagen eingebettet in ein Seminar bei mir, wo ich das in Bielefeld auch mit den Studierenden bespreche und wo wir aber keine Möglichkeit haben, die Filme zusammen vor Ort zu schauen. Deswegen habe ich angeboten, dass wir das hier im Twitch-Stream machen können. Und ja, wird auch aufgezeichnet, dass man sich das hinterher nochmal anschauen könnte, wenn man das so gut fand oder heute keine Zeit hatte. Das wäre die Möglichkeit. Ja, und ich mache das aber mit Tom zusammen. Tom kann selber sagen, wer er ist. Genau, mein Name ist Tom Hartig. Herr Holzer hat es ja schon erwähnt, wir haben früher zusammengearbeitet an der Universität Magdeburg, im quasi gleichen Bereich Medienbildung tätig gewesen. Ich bin jetzt nicht mehr an der Uni tätig, ich bin sozusagen heute privat hier, um Herrn Holze bei diesem Unterfangen zu unterstützen, wie auch schon bei den ersten beiden Matrix-Teilen. Genau, ja. Und Herr Holze sagt immer, ich soll Eigenwerbung machen, also mache ich gerne Eigenwerbung. Sie finden mich hier auf Twitch auch unter dem Namen Moosbett, wo ich immer mittwochs und freitags streame. Besonders die Freitags-Streams sind sehr zu empfehlen. Da geht es rund um Filme. Da gibt es Quiz, da gibt es Screenshot-Raten, da gibt es die neuesten Trailer. So. Das zum Werbeanteil. Ja, ansonsten rede ich sehr gerne über Filme, schaue sehr gerne Filme und rede besonders gerne mit Herrn Holze über Filme. Und deswegen hoffen wir, dass das einen kleinen Mehrwert hat, wenn Sie uns zuhören, wie wir den Film schauen. Genau, das ist so im Groben die Idee. Also wir würden das sonst einfach auch ohne Kameras und Aufzeichnungen und so ein Blödsinn machen, aber wir haben uns gedacht, das wäre ja mal ganz lustig, das auch hier auszuprobieren und mit aufzunehmen und beziehungsweise auf Kommentare reagieren zu können. Die Möglichkeit besteht auch. Wenn Fragen oder Hinweise oder Diskussionsbedarf während des Films auftaucht, dann können wir das gerne in den Kommentaren besprechen und auch darauf eingehen. Genau, ansonsten,
Sieht es noch überschaubar aus. Ja, noch 1 oder 2 Minuten warten. Ansonsten beginnen wir hier immer gemeinsam mit dem Film den Timecode dann ablaufen zu lassen. Da kann man sich dann orientieren. Aber wenn man mit live gucken will, was ja geht, den Film gibt es, glaube ich, auf Netflix. Oder wenn man eine Blu-ray zu Hause hat oder eine DVD, dann kann man sich den ja reinwerfen und quasi hier gemeinsam mit uns starten und den Film dann parallel schauen. Genau, das wäre auch die Idee. Und vielleicht noch der Hinweis, dass ich weiß nicht, du hörst, glaube ich, auch die deutsche Version, ne? Ja. Ja, genau. Ich habe auch hier die deutsche Version laufen. Das ist nicht unbedingt die bessere Sprachfassung, würde ich sagen, aber ich glaube, zur Orientierung ist es nicht ganz schlecht. Und ansonsten, ja, haben wir, wie gesagt, die ersten beiden Filme schon besprochen hier und auch geschaut. Der zweite ist jetzt etwas über eine Woche her, war den vorletzten Dienstag. Das ist natürlich eine relativ, also verglichen keine lange Pause, weil die Filme ja irgendwie Monate auseinander veröffentlicht wurden, aber da der dritte direkt an den zweiten anschließt, ist es eine relativ lange Pause. Man müsste eigentlich die beiden Filme zusammen gucken und in einem Rutsch. Das haben wir aus Zeitgründen so nicht gemacht, aber heute schaffen wir trotzdem, glaube ich, dann den Rest. Genau, das sind irgendwie so 2 Stunden, etwas über 2 Stunden, aber da ist ja auch viel Abspann dabei. Und genau, dann würde ich denken, da es keine Einwände und auch keine Fragen gibt, fangen wir einfach mit der ganzen Angelegenheit an. Und ja, ich würde dann sagen, auf 3 von 3 auf 0 runterzählen und dann starte ich hier den Film. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los. Ich habe heute noch darüber nachgedacht, weil so Filme, die so back-to-back gedreht werden, wie jetzt Matrix 2 und 3 oder auch Zurück in die Zukunft 2 und 3, da merkt man häufig, dass so bestimmte Muster, die man erkennt oder bestimmte so Story-Arcs halt in beiden Teilen zu bemerken sind, die halt in Teil 1 nicht vorhanden waren. Ja, also in Zurück in die Zukunft dieses feige Sau-Ding mit Marty, was im ersten Teil keine Rolle gespielt hat, im zweiten und dritten dann sehr. Und das werden wir hier auch beobachten, ne? Dass einiges, was wir vor 1,5 Wochen bei Teil 2 schon bemerkt haben, bestimmte Themen, bestimmte Muster, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die heute auch wahrnehmen werden. Ja, das denke ich in der Tat. Das wird so sein. Wie gesagt, die Filme sind in einem Rutsch ja gedreht. Das bedeutet natürlich, dass man eben genau wusste, was am Ende im Film auftauchen soll. Und da gibt es ganz viele Setups im ersten Film, die quasi auch bewusster eingebaut sind, um sie dann im zweiten Teil, beziehungsweise eigentlich ja dritten Teil, auch einlösen zu können. Und das. Und das ja, sieht man dann. Beziehungsweise bekommt man dann halt auch mit. Wir haben ja relativ viele neue Charaktere im ersten Film kennengelernt, also im ersten Teil. Und viele davon sind dann quasi auch nur dabei, damit sie dann im hier im zweiten Teil der Filme eine Funktion erfüllen können. Genau, wir können ja noch mal kurz in Erinnerung rufen, was so die letzten Szenen waren. Also wir haben erlebt, dass Neo gerade noch so die Trinity gerettet hat, die auch in der Matrix war. Da gab es einen elaborierten Plan, der nur dadurch funktioniert hat, dass Trinity dann auch noch in der Matrix eingegriffen hat. Neo hat mit dem Architekten gesprochen, dann ist er ja, hat er der Erwartung des Architekten zum Trotz sich wieder zurück in die Matrix begeben, hat Trinity gerettet, die beiden sind aus der Matrix raus. Dann wurden sie von Sentinels angegriffen, die haben das Schiff kaputt gemacht und wie durch ein Wunder konnte Neo aber die Sentinels in der realen Welt irgendwie durch seine Kräfte beeinflussen.
Keiner hat so richtig verstanden, was passiert ist. Und dann ist er auch schon in Ohnmacht gefallen. Und das ist das, wo wir im Grunde sind. Dann kam noch ein anderes Schiff dazu, das wohl auf der Suche nach den nach der Nebukadnezar war. Und die haben jetzt hier alle an Bord genommen. Und wir haben noch den quasi gegenüberliegenden Charakter. Das ist Bane. Von dem haben wir schon im letzten Film gesehen, dass er ja, infiltriert wurde durch den Smith-Virus, wenn man so will. Und alle hier in der Welt wissen das aber nicht und wissen nur, dass er an Bord eines der Schiffe war, die eigentlich gegen die Maschinen hätten verteidigen sollen. Was aber auch nicht so gut funktioniert hat. Das haben wir allerdings auch nicht gesehen, das haben wir nur erzählt bekommen. Also ein großer Teil der Action, der sozusagen passiert ist, den haben wir nicht mehr gesehen. Man hat hier in den Einstellungen schon häufiger die Kameraeinstellungen gesehen, wie Neo und die Person, die sozusagen von Smith infiltriert ist, quasi parallel im Bild liegen, ne? Eher links, eher rechts, eher Zentralperspektive, was schon mal das Thema unterstützt, dass die beiden quasi zwei Seiten einer Medaille sind, eine Dualität darstellen, Eins und Nullen, wie auch immer. Ja, genau, das stimmt. Das Bild hat man ja beim letzten Teil als Ende schon relativ stark gepusht und hier ist es nochmal aufgegriffen worden. Ja, jetzt sind wir eigentlich in einem ganz interessanten Setting. Das ist ein U-Bahnhof mit dem schönen Titel Mobile Avenue oder zumindest ist das, was da angeschlagen ist. Und ja, jetzt haben wir sozusagen festgestellt, dass Neo offenbar doch irgendwie irgendwo in der Matrix Fragezeichen verblieben ist. Und wir treffen Saati. Die haben wir schon mal am Rande, glaube ich, beim. Nee, stimmt, da hat man sie nicht gesehen, da hat man nur ihren Vater gesehen in dem Restaurant. Genau, aber den Vater sehen wir auch gleich nochmal. Und Saati kommt hier, glaube ich, das erste Mal vor. Und kommt aber später im Film auch nochmal vor. Und kommt im vierten Teil vor. Ja, hier ist auch wieder ein bisschen Trivia. Die Darstellerin des Orakels ist während der Dreharbeiten verstorben. Die Szenen aus dem zweiten Teil, da hat sie noch die Rolle übernommen, aber dann die Szenen, die jetzt hier in Evolution sind, das konnte sie dann nicht mehr machen und deswegen hat man eine neue Darstellerin gefunden. Und hat das, glaube ich, sogar, ich glaube, im Film selber wird es nur so angedeutet, dass irgendwas passiert ist und sie sozusagen ihre Erscheinung geändert hat oder ändern musste oder geändert wurde, wie auch immer. Und ich glaube, im Computerspiel aber wird das etwas deutlicher gezeigt, dass sie tatsächlich da den Merowinger trifft und der Merowinger irgendwas macht, dass sie jetzt so aussieht. Also das wird sozusagen schon auch auf der Story-Ebene irgendwo geklärt, dass sie anders aussieht als im ersten Teil, aber eben nicht im Film. Ich finde es irritierend, wir haben uns ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Da ging es darum, dass Neo nicht großartig erklärt hat in anderen, was passiert ist, was ihm der Architekt erzählt hat. Und die beiden hier scheinen nicht irritiert, dass sie darüber redet, dass Programme aus der Matrix rausgeschmuggelt werden, weil was bedeutet das? Ansonsten, ne, also Setting wieder passend zum Charakter. Das Orakel immer rot und grün in Kombination. Ja. Aber halt auch wieder spannend, hier wird schon dieses Muster angedeutet, was halt im vierten Teil dann ganz viel kommt und was ja ganz viele Leute auch da kritisiert haben, dass man halt Dinge nochmal in ähnlicher Form zeigt, mit Dingen, die man wiedererkennen kann, aber eben nicht genau gleich wieder zeigt. Jetzt kann Ja, man wie so ein natürlich, Echo. genau wie so ein Echo, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war jetzt ja nicht geplant, dass sie hier eine andere Darstellerin haben müssen, aber ich meine, das ist ja auch ein anderes Setting oder ein leicht verändertes Setting. Und das wäre vielleicht ja schon so gewesen. Also so, dass man sagen kann, diese Idee, dass sich Dinge so ein bisschen, ja, genau wie so ein Echo oder so spiegeln,
Oder so, das ist schon eigentlich ein Bild, was ganz häufig in dem Matrix-Film auftaucht und was eigentlich gar nicht so neu ist im Vergleich jetzt zum vierten, wo es halt auf eine bestimmte Art und Weise nochmal überhöht wird, würde ich sagen. Jetzt kommt eigentlich wieder so ein bisschen Expositionsdump. Also die Frage ist ja, wo ist Neo? So richtig klar ist das nicht. Das wird an ein paar Stellen dann nochmal ein bisschen angedeutet, aber offenbar ist es nicht richtig die Matrix. Also ein Limbo, ne? Ein Übergang von einer Welt in die andere. Genau. Was natürlich auch durch diese U-Bahn-Metapher so ein bisschen dargestellt wird. Auch ganz lustig, weil ja die U-Bahn sozusagen oder U-Bahnhof ein Höhepunkt für den ersten Film war. Da sah der aber sehr viel, sagen wir mal, gelebter aus. Und der ist ja hier schon sehr künstlich. Also man hat schon den Eindruck, dass das nicht so in der realen Welt stattfindet. Und es hat natürlich jetzt wieder, ich komme wieder mit so Drehbuch einmal eins, den Sinn, dass wir gleich am Anfang des Films, was wir bis jetzt nur theoretisch gehört haben, nachvollziehen sollen, dass auch die Programme quasi liebenswerte Charaktere sind, die es ja nicht unbedingt böse meinen und die vielleicht schutzbedürftig sind. Was natürlich leichter fällt, wenn das hier so als Familie dargestellt wird und lächelnd und freundlich. Ja, was lustig, oder ne, lustig ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber was schon interessant ist, ist, dass wieder so eine Grundlogik, die man vielleicht angenommen hat, dass sie so gilt, in Frage gestellt wird. Also hier sind eben Programme und die haben offensichtlich sowas wie ein Familienverhältnis oder eine Familienverbindung und es ist ja auch für Neo hier nicht nachvollziehbar, warum es das gibt und dann wird über Liebe gesprochen und die Idee, dass das ja ein menschliches Gefühl ist und dass das Programm aber sagt, nein, das ist ein Wort und die Frage, was man darunter versteht sozusagen. Und wir haben sozusagen ein Konzept, das dem ähnlich ist. Oder wir können eine bestimmte Beziehung damit auch beschreiben. Und da wird, glaube ich, nochmal so ein bisschen aufgemacht, die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Maschinen und den Menschen? Und man sieht so die naheliegenden Dinge, die sind es dann nicht. Also Gefühle sind es nicht. Die Idee von Bestimmung oder von einer Funktion oder von Aufgaben ist es nicht. Und dass es auch Regeln gibt, denen sich die Programme offensichtlich widersetzen. Das ist eigentlich auch ganz greifbar. Ich hätte ganz vergessen, dass der Trainman von ihm gespielt wird. Ja, ist echt kultiger Darsteller, bekannt unter anderem aus Mad Max. Hat auch Saurons Mund gespielt in Herr der Ringe. Man kann natürlich auch fragen, warum eigentlich jetzt hier diese Sequenz. Also wir stellen fest, die suchen diesen Trainman, die finden ihn auch, sie wollen ihn irgendwie fangen, aber offensichtlich ist er besser und lässt sie nicht einfach fangen und dann gehen sie im nächsten Schritt ja einfach eine Stufe höher und gehen sozusagen zu seinem Chef. Aber das ist natürlich eigentlich für den Film irgendwie ein unnötiger Umweg. Das hätte man ja auch abkürzen können. Also es ist irgendwie Wieder die Frage, ne? Das ist einfach, damit es eine Action-Szene gibt, weil die jetzt ja Genau. auch nicht so spektakulär war. Ja, ist schon eigenartig, ist es.
Genau, jetzt haben wir ja auch so eine gewisse wieder Erwartungshaltung, die enttäuscht wird. Man würde annehmen, naja, das kann doch nicht für Neo ein größeres Problem sein, jetzt aus dieser Situation rauszukommen. Und das wird jetzt hier nochmal ganz nett gezeigt, dass es ja, dass es eigentlich seinen Kräften entnommen ist und dass er auch gar nicht die Entscheidung zu treffen hat im Moment. Weil man ja davon ausgehen muss, also in der Logik der Matrix, wo er ja hätte eigentlich durch die andere Tür gehen müssen und gar nicht mehr zurückgekehrt wäre, hat er jetzt eigentlich keine Funktion. Also seine Aufgabe ist ja mehr oder weniger nicht erfüllt oder nicht so erfüllt, wie sie eigentlich hätte erfüllt sein müssen. Und Aber das. das ist ja so als Bild ist das ja eins der Grundkonflikte, den die Filme ausmachen, ne? Sich seiner vorgegebenen Bestimmung entweder fügen oder widersetzen. Was in Teil 1 noch so eine Art Ironie mit sich birgt, auf der einen Seite sich sozusagen dem System widersetzen, das vorsieht, dass man quasi hörig ist, die blaue Pille schluckt und so weiter. Und auf der anderen Seite quasi sein Schicksal als Auserwählter erfüllen, ne, wie es die Prophezeiung vorhersagt. So. Und jetzt sind wir ja gerade an einem Punkt angelangt, wo er sich sozusagen diesem Schicksal so ein bisschen wiederum widersetzt. Ja. Weil sie nicht das macht, was seine Bestimmung als Auserwählter für ihn vorgesehen hat. Ja, auch eine lustige Szene. Scooby-Doo-Logik. Ja, und auch eigentlich hier eine ganz lustige Zwischenszene oder eine wichtige Szene, wo Seraph sagt, wir sollten zum Orakel zurückgehen und fragen, was wir machen sollen. Weil alle immer so in der Logik gearbeitet haben, ja, das Orakel sagt, was wir machen müssen, dann machen wir das. Und dann machen wir das nächste und dann sagt es was anderes und dann machen wir das auch. Und jetzt ist im Grunde Trinity langsam sozusagen platzt die Hutschnur, kann man sagen, dass sie halt sagt, naja, wir wissen doch, was wir machen müssen, dann gehen wir doch da jetzt einfach hin und machen das, wir brauchen doch nicht das Orakel zu fragen. Und auch eigentlich interessant, dass Seraph an der Stelle, es wird ja auch so am Anfang gesagt, er beschützt eigentlich das Orakel und das Orakel sagt, ich schicke euch den mit, damit er euch möglicherweise auch beschützen kann, was natürlich irgendwie eigenartig anmutet, wenn man annehmen könnte, dass das Orakel ja jetzt auch weiter beschützt werden müsste. Aber offensichtlich weiß sie schon, was passieren wird und braucht da offensichtlich keinen Schutz. Und jetzt ist natürlich dann einfach erstmal wieder Action. Hat ein bisschen was von dem Lobby-Shootout aus Teil 1, nur halt Ja. nochmal mit einem weiteren Spin. Ja. Und die Charaktere, gegen die sie jetzt da quasi kämpfen, das sind offensichtlich wieder so welche vom Schlag des Merowingers, also so ältere Figuren aus Vorversionen der Matrix, die dann auch offenbar so ein paar andere Fähigkeiten noch haben. Und gleichzeitig ist das ganze Setting irgendwie scheinbar so ein SM-Club. Erinnert mich so ein bisschen, also diese Idee, dass es Figuren aus früheren Versionen gibt, die andere Fähigkeiten haben, das hat ja auch was sehr Mythologisches, ne? So wie die Namen ja das auch schon vermuten lassen. Dass das so ein bisschen Parallelen hat zur irdischen so Sagenwelt, Sagen und Mythen. Ja, und das ist eigentlich auch wieder spannend, wenn man sieht, dass das alles sozusagen dem Merowinger unterstellt ist und der das auch alles beherrscht und so. Und wenn man das dann vergleicht mit seinem Auftritt im vierten Teil, hat sich offensichtlich einiges verändert.
Und wir sind halt sehr grün jetzt allgemein in den Bildern, ne? Ja. Da haben Sie sich offensichtlich überlegt, wie können wir den Matrix-Look noch ein bisschen übertreiben? Und die Alternative war Neonlicht in Grün. Dazu im Vergleich dann natürlich hier die roten Akzente, einmal in der Kleidung und einmal auch in bestimmten Requisiten und so, Hintergrund und so. Da ist Das ist halt schon mal eine der. Parallele zum Orakel, interessanterweise. Naja, und gleichzeitig hat es noch was Satanistisches, muss man ja auch sagen. Also hier kommen dann auch wieder mit den religiösen Symbolen und so, kommt wieder eine religiöse Interpretationsebene dazu. Ein bisschen unklar, was das, ne? Ob das jetzt Lost in Translation war, so wie die gerade das geklärt haben, würde es ja heißen, dass sie einfach wieder den Club verlassen, aber scheinbar inkludiert freies Geleit nach draußen, dass sie tatsächlich mit ihm reden dürfen. Ja, ich weiß gar nicht, wie der im Original, wie er das sagt. Ob er da Free Passage sagt oder so. Keine Ahnung. Aber ja, die Idee ist ja wohl schon, dass sie dann vorher mit ihm reden, bevor sie wieder rausgehen. Sonst hätten sie ja gar nicht kommen brauchen. Richtig. Wäre aber auch lustig gewesen. Ob das Oliven mit roten Kernen sind? Kann man nicht so gut erkennen, ne? Oder Füllung? Ja, das ist auch eigentlich spannend, dass er selber zugibt, dass er auch nicht weiß, warum Neo offensichtlich jetzt in der Matrix und in der realen Welt irgendwie getrennt existiert. Aber er weiß es. Er weiß noch nicht, warum. Ich finde das Licht interessant, gerade auf seinem Gesicht. Es ist so ein Flackern. Es ist mal mehr grün, mal weniger. Mal heller, mal dunkler. Ja, man sieht auch gar nicht, wo es herkommt, aber. Deswegen, ne? Naja, gut, wir haben ganz links im Hintergrund auch ein bisschen dieses Flackern, aber wie wir immer so schön sagen, es passiert nicht zufällig in Filmen. Nee. Ne, da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und extra dafür gesorgt, dass ein Licht an und ausgeht. Sollte man annehmen, zumindest. Man könnte sicherlich ein paar Interpretationen zurechtlegen, was das in diesem Kontext hier auch aussagen soll oder unterstützen soll. Ne? Tatsache, dass er überlegen ist, was er macht, das eine oder das andere. Tja, was nun?
Vom Plot her natürlich schon eine enorme Abkürzung. Normalerweise müssen sie ja immer Aufgaben erledigen und diesmal haben sie sich das gespart. Aber es ist ja auch interessant, also dahingehend, dass dieser Plotpunkt so schnell gelöst wird eigentlich in dem Film, dass man sich fragt, wozu war er dann überhaupt da? Muss man sich dann fragen, okay, was soll uns das sagen, das Ganze drumherum, ne? War es jetzt nur notwendig, um nochmal zu zeigen, dass sie für die Liebe alles tun würde? Geht es darum, dass er irgendwie nochmal mit Programmen in Kontakt kommt? Ja, also es ist tatsächlich irgendwie so ein Schlenker im Plot, wo man sagen muss, ist das jetzt nur, um so einen Cliffhanger zu haben? Hätte man das da gar nicht gebraucht an der Stelle? Hier haben wir eine Parallele zu Teil 1, ne? Die Autofahrt. Cookies. Sollte sie das nicht vorher wissen? Ja, da merkt man vielleicht schon, dass so ihre Fähigkeiten langsam eingeschränkt sind. Aber halt spannend, dass wir jetzt auch wieder bei dem Setting zurück sind. Also, ne, wir sind wieder in der Küche, wieder wie beim ersten Mal. Und Neo stellt auch gar nicht in Frage, dass das das Orakel ist. Also er hat sie ja noch nicht gesehen. Da könnte auch sein, dass sie diese Szene, die sie dann da gemacht haben vorher, dass sie die wirklich nur eingebaut haben, um zu plausibilisieren, dass sie da halt nicht mehr so aussieht. Aber ansonsten ist es exakt dieselbe Szene, die sie halt sonst gemacht hätten. Ich warte gerade darauf, dass ich nochmal eine Totale sehe, wo beide gleichzeitig im Bild zu sehen sind. Weiß gar nicht, ob es so eine hier nochmal ist. Eigentlich nur noch Schuss gegen Schuss. Weil kann genauso gut sein, dass er zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, mit wem er da spielt. Ach so, meinst du? Ist das irgendwann Nee, Stand-In ist? das glaube ich allerdings nicht. So, jetzt hinterfragt er so ein bisschen die. Die Methoden. Ja, erklär mal das. Nochmal ein schönes Gegengewicht zu der Szene mit dem Architekten. Ich meine, wenn man so am Ende des Films ja mitnimmt, ist, dass der Architekt scheinbar ja so der Schöpfer von allem ist. Er kontrolliert auch alles. Und er hat mehr oder weniger alles unter Kontrolle im Rahmen dessen, was in der Matrix stattfindet. Und hier wird aber nochmal klar, naja, er ist halt auch eingeschränkt durch das, was eigentlich seine Funktion innerhalb der Matrix ist.
Und er hat ja selber auch eingestanden, dass er selber die Lösung für das Problem gar nicht gefunden hat, sondern dass ja das Orakel das eigentlich war. Sodass sie irgendwie beide miteinander, aber auch gegeneinander arbeiten. Und hier sieht man nochmal, was ihre Haltung zum Architekten ist. Dass er eben das ganze Menschliche insbesondere nicht abbilden kann, nicht versteht. Wir haben wieder diese Dualität, beziehungsweise diese Gegenpole. Ne? Also genauso wie wir später noch konkreter mit Smith und Neo haben, hat sie sich ja hier sehr als Gegenpol zum Architekten dargestellt. Er, der die Sachen ausgleicht und sie, die versucht, die Dinge zu stören. Ja. Gott und der Teufel so ein bisschen. So ein bisschen, ja. Also zumindest könnte man in der Logik das auch übersetzen, ja. Hier jetzt schön auch die Nahaufnahmen, die immer noch mal näher an die Person rangehen. Offensichtlich ist Smith auch noch so ein Problem. Fällt eigentlich nur mir das auf oder zittert das Bild die ganze Zeit ein bisschen? Ich habe die ganze Zeit gefragt, ob das irgendwie ein Artefakt ist vom Filmmaterial. Also selbst in statischen Bildern, wo die Kamera eigentlich fixiert ist. Ich sehe hier die ganze Zeit so ein leichtes Grundzittern. Interessante Frage. Da würde ich ja erstmal fragen, wackelt dein Tisch? Also hier zum Beispiel gerade, das ist Ja, ist so ein bisschen Bewegung drin, das stimmt. sind dann die interessanten Fragen, ob das intendiert ist, also so gefilmt wurde, oder ob es eher ein Byproduct der Filmproduktion ist oder wie auch Naja, immer gut. es digitalisiert wurde. Ja, also meine Fassung ist ja von der Blu-ray. Zumindest ist es da auch so. Es ist auch nicht so von oben nach unten, es ist mehr so von links nach rechts, ne? Ja. Gute Frage. Möglicherweise ist das tatsächlich ein stilistisches Element, um anzudeuten, dass die Matrix so langsam außer Fugen gerät. Ja, und wie immer, wer sowas hört und sich fragt, ja, jetzt übertreiben sie aber, muss man auch sagen, letzten Endes geht es ja nicht darum, was intendiert wurde, sondern wir sehen nur, was wir sehen und suchen nach möglichen Punkten, die sich zu einem Muster zusammenfügen, was Sinn ergibt. Ja. Genau so ist es. Weil ob die da Kamera wackeln nur wollten oder nicht, es ist nun mal da. Und das nimmt man dann bewusst oder auch unbewusst wahr, wenn man den Film schaut. Ja, und da sieht man schon, also wir sind jetzt ja ungefähr bei einer halben Stunde, das Viertel des Films. Der Film nimmt relativ an Fahrt auf. Indem wir jetzt schon jetzt das letzte Mal noch mal das Orakel gesehen haben und jetzt hier Smith schon in die Matrix einfällt quasi. Und selbst Seraph und das Orakel und ja auch Sati dann raus sind. Aber auch eine interessante Entscheidung, das Orakel ständig rauchen zu lassen, ne? Ja.
Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Aber Smith selber sagt ja immer, dass es inevitable ist. Von daher, wenn man natürlich weiß, dass jeder Weg zu dem gleichen Ende führt, dann kann man eigentlich auch da sitzen bleiben. Aber es ist schon merkwürdig, dass sie sich nicht sozusagen, es sind nicht wie die Borg, sie teilen sich quasi nicht alle dieselbe Wahrnehmung und Einstellung. Ne? Weil man hier gerade einen klaren Unterschied gesehen. Der eine ist entsetzt und verwirrt, was er da gerade geschaffen hat. Ne? Ja. Während die Entität, die mal das Orakel war, offensichtlich über mehr Wissen verfügt. Das stimmt. Muss ja sagen, hier diesen ganzen Strang mit Bane, das fand ich immer am irritierendsten an den Filmen, weil das so, weiß ich nicht. Also wenn du dir nicht sicher bist, wenn das der einzige Typ, der übrig bleibt von so einem Großangriff scheinbar ja ist, dann würde ich ja zumindest mal im Zweifel ziehen, dass er so ganz koscher ist und hätte den zumindest schon mal weggesperrt. Einfach aus Sicherheitsgründen, das ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob die den persönlich kennen. Das wird im Film nicht etabliert. Der war ja offenbar auf einem anderen Schiff, bei einem anderen Captain. Von dem Schiff ist aber nichts mehr da und auch keiner, der irgendwie so richtig objektiv Auskunft erteilen kann, offenbar. Also ich hätte sofort gesagt, dann hauen wir den noch erstmal in irgendeinen Raum, schließen die Tür ab und warten, bis hier irgendwas Aufklärung betrieben ist. Wir haben ja schon genug negative Erfahrungen mit Cypher gemacht. Ja. Stattdessen lassen sie ihn da offensichtlich noch frei rumlaufen, fragen ihn und er gibt kryptische Antworten, wo man auch sagen kann, na komm, der hat sie nicht mehr alle. Und auch das ist kein Grund, ihn wegzusperren. Mich wundert auch ein bisschen, also es ist eine ganze Weile her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Aber ich hatte den ganzen Plot rund um Zion viel präsenter, aber das scheint sich noch eine Weile hinzuziehen, bis das wieder angesprochen wird. Ja, naja, jetzt kommen die ja hier erstmal so ein bisschen in Gang, treffen wir ja noch auf Niobe und ihr Schiff ist ja wahrscheinlich das, was sie hier noch in Gang setzen. Und dann wird ja jetzt dann die Entscheidung getroffen, dass Neo ja einen anderen Weg einschlagen will als alle anderen. Und dann geht es eigentlich erst wieder in Zion weiter, ja. Kann man auch sagen, so vom Spannungsbogen her, dafür, dass im Grunde ja alle schon wissen, worauf es eigentlich hinauslaufen müsste, weil wir haben ja auch schon im Ende des letzten Filmes so einen Trailer gesehen, wo man ja sieht, was eigentlich passiert. Da kommen sie relativ gemächlich her. Gerade übrigens sehr schön gespiegelt, war am Anfang von Teil 2 auch so. Die beiden treffen aufeinander und nennen erstmal ihren Namen.
Ich finde auch spannend diese ganze Geschichte, was ja jetzt in diesen Cutaways schon angedeutet wird, wenn man immer diese Schläuche da verfolgt auf der Oberwelt. Neos Suche nach Erkenntnis quasi. Und das hier jetzt vom Orakel vorhin ja angesprochen wurde, die Quelle sozusagen. Ne? Also, dass du, wenn du verstehen willst, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann musst du zu den Ursprüngen zurück, aus denen heraus sich alles entwickelt hat. Ja, wobei immer nicht, also das heißt im Englischen ja auch the source, und man könnte eben annehmen, dass sich das halt auch auf so eine Art Quelltext, Source Code bezieht. Also dass es tatsächlich irgendwie um das technische Einrichtung in der Maschinenstadt geht, wo irgendwie die Matrix läuft oder so. Aber scheinbar gibt es ja auch, also die Matrix als geschlossenes System, was ja einen Übergang hat, diesen Bahnhof, den wir da gesehen haben, also es ist irgendwie eine eigentümliche Infrastruktur, die hier auch nicht so richtig geklärt wird. Und der Architekt hat ihm ja auch gesagt, dass er eigentlich ja zur Quelle zurückkehren soll. Also die Quelle scheint nochmal etwas außerhalb von Matrix zu sein und etwas, wo irgendwie nicht alle hinkommen können. Und es gibt offenbar einen digitalen Weg dahin, und dann gibt es diesen, den er dann gleich beschreitet hier, wo er auf dem physischen Weg dahin geht. Ich halte ja immer noch meine Lesart, hoch, dass das keinen Unterschied macht, letzten Endes. Dass das, was wir hier als physikalische Welt sehen, sich nicht unterscheidet, außer dass es vielleicht eine andere Ebene ist, Oh, als was die habe ich denn Logik der jetzt gemacht? Matrix. Habe hier Knöpfe gedrückt. Ja, jetzt sieht man den Film, aber mich nicht. Jetzt sieht man mich. So, jetzt sieht man wieder den Film. Jetzt wird der Plotpunkt weitergeführt, der ganz am Anfang von Teil 2 aufgemacht wurde. Und da haben wir uns schon drüber unterhalten, dass das höchstwahrscheinlich relativ langgezogen über beide Filme dann nur Sinn ergibt. Was machst du denn da? Ich habe einen Knopf gedrückt und der hat das Bildseitenverhältnis geändert, und dann war das Videofenster nicht mehr da, wo es sein sollte. Aber jetzt müsste es wieder gehen. Ja, jetzt kommt quasi nochmal so eine Erinnerung an die ganzen Figuren, die beim ersten eingeführt wurden, also im vorhergehenden Film eingeführt wurden, und die jetzt dann auch mal eine Rolle spielen, aber es wird schon nochmal, also sie waren sich nicht ganz sicher, dass man sich noch erinnern könnte, weil die jetzt schon so lange nicht zu sehen waren. Lass mal doch nochmal kurz eine Szene einstreuen, um zu erklären, wer da wo jetzt was macht. Sieht alles den Film in die Länge. Was soll das alles? Hehehe. Ja, sie wollten schon offensichtlich so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm simulieren. Ja. Aber ich meine, am Ende von Teil 2, das mit den Tunnelbohrern, da haben sie noch sozusagen die Dringlichkeit so angeteased. Das war, ist das, was ich vorhin meinte. Wir haben jetzt schon, wie lange? Eine Dreiviertelstunde oder so? Sind wir schon fast drinne? Und uns wurde noch nicht inszenatorisch dargestellt, dass hier dringend schnell was gemacht werden muss, um die Stadt zu retten. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich im Vergleich auch zum ersten Film, wird da weit viel Geschwindigkeit rausgenommen,
Wie gesagt, es gab ja offensichtlich schon diese Auseinandersetzung, wo wir jetzt die Reste gesehen haben von den Schiffen, die da sich irgendwie zur Verteidigung positioniert hatten. Und es wurde ja kurz gesagt, dass dann irgendwie irgendjemand einen EMP ausgelöst hat und das hat quasi den Kampf beendet, weil alle Schiffe ausgefallen sind und aber auch alles, nicht alle Sentinels sozusagen, sondern die sind ja scheinbar dann da auch über alle hergefallen oder was? Das ist eigentlich auch ein bisschen sehr undeutlich gelassen. Da hätte ich fast gehofft, dass sie irgendwie im vierten Teil nochmal drauf eingehen, was eigentlich passiert ist in diesem Zwischenraum, wo offensichtlich die Menschen ja irgendwas gemacht haben zu ihrer Verteidigung, aber das dann an einer Person offensichtlich gescheitert ist, was ja auch spannend ist. Und jetzt muss er allen erstmal erklären, was er eigentlich nun machen will. Dann halt das andere Schiff. Ärgerlich, ärgerlich. Gibt Er gleich kann nicht Mauerfall. rein. Man muss eigentlich sagen, wie elegant sie diese ganze Prophezeiungssache abgebogen haben. Also, ne, ist ja im Grunde ist ja alles nicht eingetreten, was sie so gedacht haben. Und Morpheus ist ja auch wahnsinnig desorientiert, muss man eigentlich sagen. Aber das Menschliche ist wahrscheinlich, dass man trotzdem weitermacht, egal was sozusagen der Begründungszusammenhang ist oder ob es den noch gibt. Man macht einfach was anderes oder man macht das Gleiche weiter, je nachdem. Ja, wie gesagt, die Tatsache, dass der noch nicht eingesessen ist. Sind wir das nicht alle? Ja, ist auch nicht, also ist, glaube ich, wieder so eine Szene, die so ein bisschen in Erinnerung rufen soll, dass wir ja erst, also im zweiten Teil, auf so einem Beziehungshoch gelandet sind, wo sie sich gegenseitig gerettet haben sozusagen und jetzt quitt sind. Und man sollte natürlich meinen, dass es ja klar ist, dass die jetzt überall zusammen hingehen. Aber für die Leute, die es nicht mehr ganz präsent haben, wird es halt hier nochmal gesagt.
Wir sind so ungefähr ein Drittel des Films und die Hauptcharaktere verabschieden sich voneinander. Ja, auch eher untypisch. Da muss man sagen, also muss man vielleicht nicht, aber ich würde sagen, dass das schon mutig ist, ne? Weil, dass man so am andeutet, dass sich Leute nicht mehr wiedersehen oder nicht mehr treffen oder so, das gibt es ja durchaus. Also der ganze vorletzte Avengers-Film ist ja im Grunde genau damit, spielt ja damit, dass man davon ausgeht, dass man bestimmte Charaktere dann gar nicht mehr trifft, aber es ist allen klar, dass es natürlich nicht so ist. Und dann trotzdem funktioniert irgendwie dieser Reveal ja ganz schön. Und hier ist es ja so, dass man tatsächlich annehmen könnte, dass die Leute vermuten würden, ah nein, die sehen sich schon noch mal wieder, das wird schon alles gut gehen. Aber das ist halt dann tatsächlich nicht der Fall. Und das weiß ich nicht. Es gibt schon andere Filme, die das auch machen, aber ich glaube, es sind nicht so viele. Also gerade irgendwie, dass man irgendwie von drei Hauptdarstellern, zwei zum Ende des Films aus dem Spiel nimmt, ist, glaube ich, nicht so häufig der Fall. Aber man kann daran natürlich auch sehen, dass es ganz offensichtlich nicht geplant war, noch einen Film zu machen, sondern dass das hier schon zu Ende sein sollte. Ja, von der Plotlogik her kann man sagen, ist das jetzt auch gar nicht so unkonventionell. Ne? Das ist ja das, was man so als retardierendes Moment bezeichnet, dass man eigentlich weiß, was passieren muss. Es ist auch schon allen klar, wo sie hin müssen, was sie tun müssen. Und dann wird irgendwie immer noch mal was eingestreut, damit man sagt, aha, aber vielleicht schaffen sie es doch nicht. Und das hat man jetzt eigentlich immer mal wieder. Also das ist jetzt auf der Seite der Menschen, die mit dem Schiff unterwegs sind, ist es eben diese Szene, ob sie es durch den Tunnel schaffen. Bei Neo ist die Frage, ob er überhaupt loskommt, weil Bane ja schon da ist. Und auch dann gibt es immer noch mal so ein paar Hürden, die sie überspringen müssen, bevor man denn da hinkommt, wo man eigentlich hin will. Also es ist nicht sehr unkonventionell. Ja, und dass er auf den, also dass er nicht drauf kommt, dass keiner ihn Mr. Anderson nennen würde. Das hat mich auch immer gestört. Das ist ja nun wirklich sehr offensichtlich und es ist ja auch nicht schlecht, wenn man dem Zuschauer die Möglichkeit gibt, etwas zu wissen, bevor es der Hauptcharakter weiß. Aber so oft und so, wie er sich da ausdrückt, ist es eigentlich schon ein bisschen peinlich, dass er nicht früher selber drauf kommt. Kann mir vorstellen, dass Neos zu diesem Zeitpunkt durchaus ahnt oder weiß oder so. Und Trinity muss es nicht unbedingt wissen. Und ihre Interpretation, dass der einfach bekloppt geworden ist, Ist auch nicht so unplausibel, ja. hat halt auch einfach denselben Bart wie Cypher, ne? Ja. Da wollte man offensichtlich schon ein bisschen eine Ähnlichkeit andeuten zumindest.
Nichts, was so schwach ist. Wie gesagt, Neo ist doch schon längst so weit zu wissen, dass das kein geschlossenes System ist. Ja, man sollte meinen, dass das alles nicht so für ihn nicht so überraschend sein kann wie für die anderen. Was an der Stelle natürlich auch irgendwie cool gewesen wäre, ist, wenn es tatsächlich auch wieder so ein Martial Arts Kampf wäre, weil man ja annehmen muss, dass beide das können. Und man kann man natürlich überlegen, dass es nicht so geil aussieht wie in der Matrix, aber zumindest könnte man erwarten, dass sie was Besseres liefern, als nur so aufeinander eindreschen. Aber es war auch genau mein Gedanken gerade, ne? Also das theoretische Wissen um Martial Arts haben sie ja. Vielleicht sind ihre Körper nicht so gut trainiert oder sie haben nicht so viel Kontrolle über die Reflexe und sowas, aber. Ja, aber dann könnte man es ja trotzdem versuchen. Ja, genau. Und jetzt ist wieder so eine Situation, wo wir diese gelbe Wahrnehmung. Eben, was über die Matrix hinausgeht, ne? Meine, da steckt ja auch viel in dem Bild drin, ne? Dass wenn man die eigentliche Welt, sozusagen die Oberfläche nicht mehr sehen kann, dass einem das dann die Augen öffnet für das, was die Welt zusammenhält. Gibt es ja in der Geschichte auch dieses Bild, ne? Auch Mönche, die sich absichtlich sozusagen blenden, um zu innerer Erkenntnis gelangen zu können. Also hier ist zum Beispiel ganz offensichtlich so eine Wackellage drin, aber die ist halt auch tatsächlich ein bisschen choreografierter als die davor. Man fragt sich natürlich schon, wo haben die die alle her? Ja, Man würde ja weiß ich. meinen, dass die Ja. relativ prekär da leben, ne? Ja, das schon. Auf der anderen Seite, nach dem, was wir ja alles wissen, kann ja diese Ausstattung quasi denen da auch zur Verfügung gestellt worden sein.
Sie ist halt nie so gut, dass sie sich nicht, dass sie sich ernsthaft zur Wehr setzen könnten. Aber das Bild an sich ist natürlich gar nicht so doof, dass man sagt, okay, ne, wir Menschen haben die Maschinen und jetzt kommen die Maschinen und mit unseren Maschinen müssen wir die Maschinen bekämpfen. Es ist ja im Grunde genauso, wie es auch tatsächlich ist, dass im Grunde die Menschlichkeit an diesen Sachen, an diesen Konflikten immer so weit reduziert wird wie möglich. Wenn man es, Übrigens, ja. dein Standbildgenerator, kann das sein, dass der irgendwie hängt? Nö. Also das letzte Bild, was ich gemacht habe, ist das, was man jetzt sieht. Bane, okay. Mir war so, dass du meintest, dass der einmal pro Minute sich aktualisiert oder so. Nein, das habe ich ja beim letzten Mal schon ausgemacht. Das ist nur noch manuell. Okay. Ja, jetzt haben wir hier noch mal einen Spannungsmoment. Aber was ich schon auch, also einerseits mutig finde, andererseits natürlich irritierend, ist, dass jetzt ein relativ großer Teil des Films, der mittlere Teil, ja eigentlich komplett außerhalb der Matrix stattfindet. Und man könnte natürlich sagen, gerade weil das irgendwie so die große Stärke der Filme war, da diese Welt zu haben, in der sie halt alles Mögliche machen können, ist es schon eine eigenartige Art der Selbstbeschneidung, sich sozusagen das komplett rauszunehmen und zu sagen, okay, da machen wir jetzt nichts mehr. Also zumindest nicht bis zur großen Abschlussszene. Ja, jetzt setzen sie halt eher auf diese Szenerien, die sie gebaut haben, ob real oder am Computer, ne? Statt ein relativ reales Setting zu nehmen, wo man dann unglaubliche Dinge macht. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass das alles immer noch relativ viel Science Fiction ist, aber dass eben nicht mehr mit diesen Effekten auskommt. Ja, jetzt wackelt natürlich im Wortsinn die Wand. Wenn ich mich richtig erinnere, war dieses Dock ja sogar eine Miniaturarbeit auch, ne? Ja, ich glaube schon. Also ein Teil davon, beziehungsweise dieses Set zumindest gab es da auch als Miniatur, ja. Ah, man kann sich natürlich jetzt wieder trefflich streiten, was die Funktionen dieser Szenen im Film sind. Also so ähnlich wie die Auseinandersetzung zwischen Neo und den vielen Smiths, wo ja im Grunde auch schon mehr oder weniger klar ist, dass es
dass keiner gewinnen kann, so richtig. Also es ist ein bisschen selbstzweckhaft, ne? Oder unabhängig jetzt von der visuellen Opulenz und so weiter, ist es halt relativ normal halt so Schlachtgeschehen inszeniert. Wir haben jetzt wenig so übergeordnete Strukturen, die hier nur symbolisiert werden. Zumindest dafür, dass es so lang dauert. Kämpfen halt, Ja. versuchen lange durchzuhalten. Was man standardmäßig erwarten würde, was ja später noch stärker dargestellt wird, ist dann eher so eine Parallelmontage, ne? Also halten die hier lang genug durch, bis auf anderer Seite das Ziel erreicht wird. So ein bisschen wie wir es ja in Finalszene von Teil 1 haben, ne? Wo sich die Squids ja zur Nebukadnezar durcharbeiten, während Neo versuchen muss, in der Matrix klarzukommen. Ja. Und die Frage ist, kann er rechtzeitig entkommen, damit sie das EMP auslösen können? Aber hier gerade sind unsere Haupthelden ja noch weit davon entfernt, irgendwas Bedeutsames zu erreichen, was hier die Maschinen aufhalten würde. Ja, und es ist auch halt, also es ist ja nicht so richtig anzunehmen, dass sie irgendwas wirklich denen entgegensetzen. Also es ist ja wirklich Verzögerungstaktik und Hoffnung, aber dass sie irgendwas hätten, was definitiv das Ding rumreißt. Zumal sie ja jetzt auch keinen Kontakt mehr mit den Leuten von der Nebukadnezar aufgenommen haben. Also die Schiffe, die sie geschickt haben, um die ihn zu suchen, die haben sie zwar gefunden, aber die haben ja wahrscheinlich nicht noch zurückgeantwortet und gesagt, ja, wir haben sie gefunden oder so. Aber sie bemühen sich halt auch wirklich, das nah ranzubringen, ne? Also indem du halt wirklich diese Charaktere hast, die da bestimmte Funktionen übernehmen, in der Auseinandersetzung. Leute aus der Infanterie, Leute, die da in den Maschinen sitzen. Man würde erwarten, dass sie jetzt ab und zu auch mal schon rüberschalten zu der Zivilbevölkerung, die da in den Tunneln so ausharrt. Ne? Ja, weil da sieht man halt schon, sie bräuchten einfach noch ein paar mehr und ein paar größere Kanonen. Ja, da müsste ich mir vielleicht doch noch mal wieder bei Gelegenheit das Making-of noch mal angucken. Weil es ist ja schon, das vergisst man vielleicht immer auch, wenn man dann so guckt, was so in der Zeit für andere Filme entstanden sind. Es ist ja schon ein sehr eigentümlicher Look und ein sehr eigenständiges. Eine eigenständige Welt. Man überlegt, dass sich das alles hat jemand ausdenken müssen, dann hätte es gebaut wurde und so. Also das, was man halt auch bei den Prequels von Star Wars sagen kann, da haben sie halt gesagt, nee, nee, wir wollen jetzt hier nicht die Welt noch mal machen, wie wir sie schon kennen, sondern wir wollen halt wirklich neue Sachen zeigen. Und das ist ja hier auch. Also es gibt zwar Dinge, die wir schon erlebt haben und die ähnlich aussehen wie Dinge aus dem ersten Teil, aber ganz viel von dieser Welt ist ja wirklich neu gemacht. Und ich glaube, das kann man schon ein bisschen würdigen, dass man sich da die Mühe macht und sagt, okay, wie können wir dann wirklich einen Look hinkriegen, der ganz anders ist, als andere Filme das vielleicht machen würden. Ja, ich meine, das ist ja zumindest in dem Ausmaße so dieses Cyberpunk-Genre so visualisiert, wie es noch nie realisiert wurde im Film, ne?
Ja, eben, wenn man auch gerade so andere Filme, die ja in der Zeit gekommen sind, wie Dark City oder so, sich anguckt, dann ist das ja hier schon noch mal eine ganz andere Bilderwelt auch. Ja. Ich meine, es gibt in den 90ern halt einige Filme, die das so aufgreifen, ne? Aber halt nicht in dem Ausmaß, in der Breite, in den totalen, in diesen Action-Szenen. Da wurde natürlich viel so mit Ausstattung auch gearbeitet und Make-up und so, ne? Also klamottentechnisch, also vom Design her gab es da schon einiges. Aber natürlich nicht so tricktechnisch opulent. Hat ja schon das Gefühl, es ist eher so etwas, was man halt aus Comics kennt, ne? Ja. Ja, der Comic-Look ist definitiv was, was sie ja hier auch sehr konsequent umgesetzt haben. Ich meine, das ganze Segment, was wir gerade schauen, ne, also steht ja im starken Kontrast eigentlich zu dem, was wir so im ersten Viertel des Films gesehen haben. Ne? Die ganze Exposition, die Matrix-Szenen und so weiter, all das, was da erzählt wurde und so, das spielt hier jetzt gerade gar keine Rolle. Hat ein bisschen das Gefühl, das ist wie so ein Kurzfilm, den man theoretisch auch hätte rausschneiden können. Ja, ein Stück weit Es schon, ne? hat so die eigenen Charaktere, die nichts mit den anderen Charakteren zu tun haben. Ja, es ist halt wirklich, ne, dieser Struggle, der gezeigt werden soll. Und dann, wenn man das vergleicht mit dem ersten Teil des Films, dann ist da ganz viel. Also das geht einfach so durch, ne? Wir sagen jetzt, ach, wir machen X und dann machen wir X und dann machen wir das nächste und dann funktioniert was nicht. Ah, dann schießen wir irgendwo hin und dann ist das Problem gelöst. Also relativ schnelle Problemlösung. Und hier ist jetzt tatsächlich, man merkt, dass das irgendwie eine Auseinandersetzung ist, die, ja, Ressourcen kostet und Leben verschlingt. Nope. Jetzt ist glatt schön dunkel geworden im Dock. Wir hatten nur diese eine Lampe, ne? Ist ja der Hammer. Man fragt sich, warum die EMPs nur auf diesen Schiffen haben und nicht etwa vor Ort. Naja gut, die Ja. Logik kann schon sein, weil man eben nicht seine Stadt ausschalten möchte. Im Normalfall. Wobei man ja aber hätte annehmen können, zumindest die Zugangswege irgendwie hätte man ja verminen können, damit man im Zweifel ja dann einfach auslöst und keine Ahnung. Aber ja, das ist offensichtlich. Das ist ja eigentlich eine spannende Waffe, weil sie sehr effektiv ist, aber eben tatsächlich nicht nur den Feind betrifft. Irgendwie ein bisschen stellvertretend, ne, zu dem, wie Morpheus beschreibt, wie es mit den Maschinen sozusagen, wie das alles losging. Dass du beim Versuch, den Gegner zu bekämpfen, quasi dir selbst schadest. Ne, den Himmel verdunkeln und so. Ja.
Also man kann sagen, dass hier sehr viel die Kamera gewackelt wurde. Und lustigerweise, ich weiß nicht, war das in einem, es war, glaube ich, in einem von den Corridor Crew Videos, ne? Wo sie das gezeigt haben mit diesem, mit dieser Bohrmaschine an der Kamera. Hast du das gesehen? Ja, Das fand ich ja da eine ging es ganz um lustige Top Idee. Gun, ne? Weiß gar nicht, also Ich meine, kann sein, ja. sie hatten halt Modelle von den Jets und mit der Kamera drauf. Und wie macht man das sozusagen, das Gefühl zu vermitteln, dass hier wilde Kräfte am Werkeln sind? Und deswegen haben sie dann die Kamera irgendwie an eine Bohrmaschine befestigt, damit die Vibrationen sich übertragen. Ich meine, bei Corridor Crew hatten sie gezeigt mit dem Turm im Dock, dass das eine Miniatur war, als der zusammenbricht, dass sie das so gefilmt haben. Ja, das kann durchaus sein. Also das ergibt ja auch Sinn, weil man das ja 2003 auch noch nicht anders gemacht hat. Sieht ja durchaus immer noch auch heute realistisch aus, wenn man was in Miniatur bauen kann. Ja, man muss schon sagen, die Effekte sind halt gut gealtert, ne? Ja, es halt immer irgendwie gesagt wurde, dass da so viel CGI ist, aber man muss sagen, da ist schon relativ viel auch nicht CGI. Also natürlich hier so die Hintergründe und was da so passiert, das ist schon klar. Aber ich glaube, sie haben das mit Absicht schon auch so konterkariert, dass eben ganz viel gezeigt wird, wo Charaktere da sind, die wirklich Dinge in der Hand haben und die Maschinen wirken ja auch alle eher so, als wären sie tatsächlich da. Also so massive Stahldinger. Ah ja, und jetzt kriegt halt jeder von den Charakteren, die wir so am Anfang kennengelernt haben, auch noch mal so einen Heldenmoment, wenn es auch nur ein kurzer ist. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, so vom Design nicht sehr pfiffig, dass man denen nicht so eine Kammer gebaut hat, wo sie einfach zumindest abgeschlossen sind, sodass man nicht einfach physisch auf den Steuerer einwirken kann. Aber gut, das war wahrscheinlich auch Absicht. Ja, du bist ein vollwertiger Jedi. Falscher Film, falscher Film. Er ist ja auch garantiert Mifune wegen Toshiro Mifune, ein berühmter japanischer Darsteller. Sehr viele Kurosawa-Filme mitgespielt. Ja, wie gesagt, der Struggle ist real. Aber es ist auch schön, dass die Squids ihn alle in Ruhe lassen. Die Ja, 3000, die da rumfliegen. nee, die haben alle was anderes zu tun. Da sind ja noch andere Leute. Kann ja jetzt nicht alle nur auf den hier schicken. Mein Lief. Schwören sogar um ihn drumherum. Aber sie greifen nicht an.
es wird auch einfach nicht weggeschnitten woanders hin, ne? Es ist wirklich komplett jetzt für sich dieser Story-Abschnitt, komplett der Kampf um das Dock. Ja, genau. Genau, man könnte ja annehmen, dass man doch mal auch guckt, was machen eigentlich Neo und Trinity, aber nein, an der Stelle wollten sie das offenbar vermeiden. Auch er hier ist halt sehr freundlich, dass er ihn nur umwirft und nicht einfach auch gleich tot macht. Wie Nicht, da gesagt. ist kein Löffel. Es ist halt ein retardierendes Moment nach dem anderen. Eigentlich würde ich ja eher an Niobe oder Morpheus glauben in dem Moment. Werden jetzt auch gar nicht mehr verfolgt. Oh. Haben Sie Mir sogar sozusagen. einen Grund zum Feiern? Wahnsinns. So, jetzt kurz Jubelmoment und dann der Hinweis, es ist noch nicht vorbei. Das war nur die Vorhut. Ja, aber jetzt können die sich noch mal treffen. Wäre ja auch nicht gegangen, dass die sich nicht noch mal sehen. Ist das der gleiche Darsteller wie aus Lost? Zumindest dieselbe Synchronstimme. Och, frag mich nicht sowas. Habe ich nicht gesehen. Möglich ist es. Wann war denn Lost? 2004, 2005 rum? Naja. Weißt du, wie er die Rolle gekriegt hat? Was meint er mit euch Leuten? Ja. Ja, der kann aber auch nur meckern. Es ist so ein richtig negativer Mensch. Das ist keine konstruktive Kritik von ihm. Nein. Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn er da nichts anzubieten hat? Also offensichtlich haben die noch ein paar. Können jetzt auch fragen, wozu dann der ganze Quatsch, ne?
bis hierhin. Das hätte man von vornherein machen können. Oder haben sie sich gesagt, naja, vielleicht können wir das doch ja halten? Ja, das war ja der Plan bis dahin wahrscheinlich. Auch wenn das natürlich mehr als unrealistisch sein muss. Ja, das ist eine dieser Szenen, glaube ich, die man im Spiel sieht, wo sie mit dem Orakel spricht und das Orakel tatsächlich ein paar Sachen sagt, was sie machen muss. Ja, also kurz zusammengefasst, weiß er nicht sehr viel. Vor allem, wenn er wenigstens gesagt hätte, solange er atmet, gibt es Hoffnung oder so. Aber er sagt nur, ja, ich weiß nicht, was er für uns tun kann, aber ich weiß, solange er atmet, gibt er nicht auf. Er sagt, ja, aber ist ja wurscht, wenn er nicht aufgibt, wenn er nichts für uns tun kann. Ja, es ist ein bisschen sehr vage. Es ist einfach sehr viel Leerlauf in diesem Film. Also, ne, also rein vom. Von dem, was so Matrix ja eigentlich so ein bisschen interessant macht. Das merkt man ja auch vielleicht daran, worüber wir reden oder wo wir eben nicht reden, ne? Ja. Ja. Gefühlt die letzten 15, 20 Minuten nichts Relevantes passiert, was nicht herkömmliche Genrestandards sind. Ne, so eine selbstzweckhafte Schlachtlogik, die halt so fast schon generische Plotpunkte, so, also Mini-Plotpunkte so abhakt. Ja, es ist halt alles sozusagen notwendig für die Verzögerungstaktik, weil die beiden hier ja noch an dem Punkt müssen, wo sie dann tatsächlich was machen können. Was ich hier ganz nett finde, ist, dass man die Felder nochmal gezeigt hat. Weil da haben wir ja tatsächlich immer nur so Teile von gesehen oder so ein paar Ausschnitte, aber als offensichtlich ist das ja wirklich eine sehr große Anlage, in der die Menschen gehalten werden und die Energie generiert wird. Tja. Und jetzt wird auch noch mal geklärt, dass die Maschinen weiter graben können. Wie gesagt, er ist immer sehr pessimistisch. Nee. Wie Berge gesagt, von was? also ich schaffe es. Es fehlt irgendwie so eine Parallel Plotlinie innerhalb der Matrix. So also ein bisschen, wie man das vielleicht von Inception kennt. Dass Hm.
das, was quasi an der Oberfläche passiert, so ein bisschen widergespiegelt wird oder im Zusammenhang gebracht wird dem, was innerhalb der Matrix geschieht. Weil so sehen wir jetzt halt viel so Action in der Oberwelt, nenne ich es mal. Aber müssen uns sozusagen auf unsere Erfahrungen und Erinnerungen berufen, die wir vor 50 Minuten mal gemacht haben, geschweige denn vor ein paar Monaten oder so, wann auch immer man die Filme, sonst die anderen Filme gesehen hat. Ja. Also da ist zumindest innerhalb des Films eine zeitliche Distanz zwischen diesen Dingen, die eigentlich miteinander verbunden sind. Ja, naja, was irgendwie vielleicht noch deutlicher hätte herausgestellt werden können, ist, dass offensichtlich ja diese Wächter und die Verteidigungssysteme und so, das sind ja offenbar alles von der Matrix unabhängige Systeme, weil in der Matrix ist ja im Grunde Agent Smith schon zu Werke und man könnte meinen, dass das irgendwie Konsequenzen hat, zumindest für die Energieversorgung, weil das ja eigentlich der Grund ist, warum es die Matrix gibt. Dass das aber so gar nicht aufgegriffen wird. Wie du vorhin schon meintest, ne, dieser ganze Bane-Subplot, der hat, ist ja irgendwie im Nichts geendet. Mhm. Ja, das war halt wirklich so ein bisschen sehr irgendwie effektlastig. Ne? Ach, das geht. Und dann passiert aber auch nichts mit. Man könnte es natürlich auch als Foreshadowing verstehen, dass sie halt schon vorher angeteased haben, dass er auf jeden Fall ihn auch besiegt. Wobei man jetzt sagen muss, würde man das in Frage stellen, dass das passiert? Das fand ich immer eine schöne Szene. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie gleich stirbt. Ne? Also nochmal ein letzter Blick auf den echten Himmel. Aber insofern ja nett gemacht, dass man auch nochmal sieht, wofür machen wir das hier eigentlich, den ganzen Kack. Dann sieht man ja jetzt hier auch noch ein bisschen was von der Maschinenstadt. Weil man gleichzeitig natürlich sagen muss, das sieht auch nicht so aus, als ob das jetzt das finale Ziel sein sollte, dieser Turm. Da sind ja noch sehr viele andere Türme, sie könnten auch irgendwo anders hin müssen. Dass es natürlich auch mehr oder weniger Zufall ist, dass er jetzt so gar nicht getroffen wurde von den sehr vielen Stangen. Aber gut. Aber schön, wie sie die Kameraeinstellungen so wählen, dass man wirklich erst in dem Moment, wo er es auch mitbekommt, sieht, dass es vorbei ist. Wie sie aber auch instant so eine Weisheit an den Tag legt, von wegen, okay, mein Leben ist eh zu Ende. Keine Panik, sofort Friede, sofort Lächeln im Gesicht. Ja, naja, im Endeffekt, also haben ja beide mehr oder weniger zur Kenntnis genommen, dass sie nicht zurückkommen. Also müssen ja klar gewesen sein, dass sie irgendwann, und das natürlich kann ja so Wunschdenken gewesen sein, dass beide gleichzeitig sterben, aber ist auch eher unwahrscheinlich. Im Gegenteil, eigentlich ist es ja so untypisch, die Frauen lieben ja eigentlich immer etwas länger als die Männer. Ja,
weiß gar nicht, ob sie es gleich nochmal sagt, aber ich habe das irgendwie noch im Hinterkopf, ne, also dass, wenn wir wieder über Purpose reden, also Bestimmung, man überreden kann, es war ihre Bestimmung, ihn dahin zu bringen. Ja. Und hier haben wir es wieder, sobald die Bestimmung erfüllt ist, kann der Charakter halt auch sterben. Ist wie bei einem Schlüsselmeister. Schlüsselmacher. Genau, also das ist immer so ein bisschen das, was ja mitschwingt, dass in dem Moment, wo die Charaktere ihre Funktion erfüllt haben. Bei Neo ja auch, ne? Also das ist ja das Konsequente, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? Dass es kein Happy End gibt, wo er auf einmal wieder da ist. Ja. Sondern wenn sein Zweck erfüllt ist, dann ist auch er weg. Ja, und das ist ja im Grunde, also wenn man das mal so als Philosophie verlängern wollte, ist das ja ein interessanter Ansatz, dass man sagt, naja, es ist halt jeder da, um das zu tun, was er tun muss, und wenn er dann fertig damit ist, ist er halt weg. Was gleichzeitig bedeutet, wenn man dann weg ist, hat man seinen Zweck offenbar erfüllt. Was sicherlich auch in vielen Religionen so eine Art Trost auch für die Menschen darstellt. Ne? So eine Vorherbestimmtheit. Ne? Jeder hat seine bestimmte Zeit und wenn die abgelaufen ist, ist die abgelaufen. Und darüber hinaus wäre auch nichts mehr gekommen. So die Idee. Ja, und das wird ja dann, da geht es ja dann in die grundlegenden Diskussionen. Ne? Also ob man davon ausgeht, dass es eben das Leben determiniert ist und dass jeder sein Schicksal hat und dass er auch erfüllen muss und dass das dann auch vorbei ist. Was aber bedeutet, dass man eben keine freie Wahl hat, weil man ja eigentlich schon von vornherein festgelegt ist mit dem, was man machen muss und wann man es macht und dass danach nichts mehr kommt. Dem Merowinger gefällt das. Ja, genau. Der würde ja sagen, Entscheidungen gibt es nicht, man hat keine Wahl. Leute, die Macht haben, haben die Wahl, aber nicht jeder hat Macht. So. Und wenn man halt dann tatsächlich diese einzelnen Versatzstücke, die hier natürlich immer sehr lose zwischen die Actionsequenzen eingestreut sind, ranzieht und dann davon ausgeht, dass sich die wenigsten Filme mit so vielen verschiedenen philosophischen Grundsatzfragen beschäftigen, dann finde ich halt doch, dass die Filme irgendwie einen Eigenständigkeitswert haben. Weil die halt diese Dinge einfach so lose nebeneinander drapieren und dann kann man halt drüber nachdenken, aber man kann sich natürlich auch von der nächsten Actionsequenz komplett ablenken lassen. Und gleichzeitig das Ganze natürlich auch eine Fabel ist, ne? Also es ist natürlich so gebaut, dass man Menschen in besondere Situationen bringen kann und dass es diese Endzeitstimmung hat und dass man eben sich tatsächlich ganz greifbar mit der Frage beschäftigt, was wäre eigentlich, wenn das jetzt mein letzter Tag ist, was würde ich noch machen wollen, wo würde ich noch sein wollen, was würden Menschen machen, um ihre Existenz, also nicht nur individuell, sondern sozusagen als Rasse sicherzustellen. Hat auch sehr HR-Giga-Vibes so ein bisschen, ne? Die ja. Strukturierten Schläuche. Ja. Jetzt werden gleich ein Xenomorph um die Ecke schaut. Ja, es ist auf alle Fälle nicht die Wireless-Zukunft. Das ist alles noch verkabelt. Aber was halt spannend ist, dass er jetzt hier diese Welt halt auch sieht, ne? In diesem gelben Licht. Und die Frage ja eigentlich ist, was dieses Licht repräsentiert. Also bei den vorherigen Auftauchen hätte man immer noch sagen können, okay, da ist sowas wie die Seele. Aber wenn du jetzt da Maschinen hast, dann ist natürlich schon die Frage, soll das implizieren, dass die Maschinen auch sowas wie eine Seele haben, die er jetzt erkennen kann? Oder sieht man einfach nur irgendwie die elektrische Energie? Die hat natürlich ein menschlicher Körper irgendwie auch so. Aber dann passt irgendwie diese Szene mit Smith ja nicht so richtig, wo er ihm
Ja, irgendwie ja. Weiß ich nicht. Also Oder es. die Szene bei Merowinger. Oder die Szene bei Merowinger, ja. Und wer ist er eigentlich? Eine Repräsentanz. Er Ich fängt den glaube. Untertitel an und der Charakter wurde gerade als Deus Ex Machina Ja, bezeichnet. genau. Das so steht da auch im Abspann. Es ist halt auch lustig, dass die Maschinen jetzt nicht sagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lassen sich ja jetzt auf den Deal ein, dass man nicht zumindest mal einen Waffenstillstand erstmal verhandeln könnte. Sagen könnte, okay, mach mal das für uns und so lange pfeifen wir unsere Squids zurück. Naja, mehr oder weniger macht er das Oh, ja. oh ja. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ja, nee, offensichtlich kriegen die jetzt die Anweisung, haltet mal die Tentakel still. Aber dann bin ich jetzt nochmal gespannt, was jetzt hier weiter passiert. Die werden ja nicht die ganze Zeit einfach ruhig da liegen bleiben, bis Neo sein Finale fertig hat. Doch, ziemlich Aber da genau fehlt ja dann das. die Dringlichkeit. Naja, die machen ja jetzt auch nichts mehr. Morpheus geht jetzt gucken und stellt fest, oha, die greifen dich an. Was ist denn jetzt kaputt? Also weniger Parallelmontagen in diesem Film. Immer sehr viel, wir machen jetzt erstmal hier die Handlung Machen wir mal, fertig, ja. dann auf Pause und dann geht's woanders weiter. Das heißt, wir sehen jetzt die ganze Zeit einfach nur den Neo-Smith-Kampf quasi. Und wir sind in der Matrix, weil grün. Ja, genau. Das sieht man immer ganz schön, die Übergänge. Und dann fällt auch die Matrix schon auseinander, weil es regnet. Hier kann man nochmal auf die Musik verweisen. Das Musikstück auf der CD heißt Neodämmerung und ist ja angelehnt an die Götterdämmerung bei Wagner. Im, wie heißt der Zyklus? Ja, man wird alt, man kann sich ja nichts mehr erinnern. Der Ring der Nibelungen. Ja. Aber es ist halt lustig, dass sie hier tatsächlich immer noch eine physische Auseinandersetzung ausfechten, ne? Gemeinhin ist das ja immer nur eine Repräsentanz quasi für den inneren Konflikt, den die ausfechten haben. Aber man sollte meinen, so allmächtig wie die sind und so oft wie die sich schon geprügelt haben. Ja, also wir haben ja im Grunde schon auch da wieder so ein Foreshadowing im zweiten Film gehabt, dass offensichtlich der Kampf nicht gewonnen werden kann von einer Seite. Also man hat zwar den Eindruck, dass Smith aufgrund seiner Überzahl ja irgendwie über Macht ist, aber er Hier gewinnt gerade ja trotzdem nicht. war hier gerade ein sehr schöner Schnitt, während die Fäuste aufeinander zugegangen sind, wo einfach gespiegelt wurde. Ne? Also nicht einfach gespiegelt, es war quasi der Gegenschuss. Aber würde man normalerweise nicht machen oder wäre unnötig, aber hier sehr schöner Das. Effekt, um diese Dualität nochmal klarzumachen. Ja. Und was jetzt hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen auch mehr deutlich gemacht wird, wir haben halt mehr oder weniger die gleichen Fähigkeiten, ne? Also können sich wirklich nichts übertrumpfen. Ja, vielleicht noch ein bisschen Trivia im Hintergrund in der Musik wird ja gesungen. Also da gibt es einen Chor, der immer mal wieder bestimmte Textzeilen
vorträgt und die sind tatsächlich nicht zufällig, sondern das sind wohl Auszüge aus den Upanishaden. Das ist ein religiöser Text aus dem Hinduismus. Und es gibt auch, ich habe da längere Zeit nachgesucht, es hat offensichtlich mal jemand sich die Mühe gemacht, rauszusuchen, was das für welche sind. Da geht es halt relativ viel um die Frage von Körper, Geist und Seele und wie man sozusagen eins wird mit dem Universum und alles ist eins und verschiedene Textzeilen, die mehr oder weniger Alles ist verbunden. so eine Erkenntnis oder so eine Erleuchtung andeuten. Also hier zum Beispiel, wenn die fünf Sinne und der Geist still sind, dann ruht der Geist in Stille und der übergeordnete Pfad beginnt oder so. Gerade haben wir ein visuelles Zitat aus Teil 1 gesehen, ne? Ja. U-Bahn-Kampf. Und er freut sich, dass er ihn erkennt. Und das finde ich tatsächlich irgendwie dann doch auch wieder sehr gelungen. Also man kann jetzt viele dieser retardierenden Momente könnte man so abqualifizieren und sagen, das ist halt nur für den Effekt. Aber hier ist es, glaube ich, tatsächlich einerseits natürlich die Erwartungshaltung des Publikums, dass dann noch mal irgendwas kommt zwischen Smith und Neo und dass man das dann halt auch bedient. Und gleichzeitig aber, ja, es ist natürlich auch ein überflüssiger Kampf. Man weiß ja schon, dass keiner so richtig gewinnen kann. Aber es zeigt eben doch noch mal, dass es keinen anderen Weg gibt für die beiden, als sozusagen zusammenzukommen. Ich meine, das gibt es auch als, keine Ahnung, Sage, Bild, Metapher, whatever, so ein ewiger Kampf, ne? So ein Kampf, der einfach nicht zu Ende gehen kann, weil keiner stärker ist als der andere. Ja. Und letzten Endes wird das ja hier auch eben nicht durch Stärke, gelöst, sondern halt durch eine Erkenntnis, meine ich. Ja, Erkenntnis oder man könnte ihm auch wieder sagen, eine Entscheidung, ne? Weil im Endeffekt Smith hat ihm ja immer gesagt, bei jedem Begegnung, die wir jetzt irgendwie gesehen haben, dass es nur einen Weg gibt, wie das enden kann. Und auch jetzt hat er das wieder gesagt. Man kann Das mal davon ausgehen, Unvermeidliche. genau, und man kann auch davon ausgehen, dass Neo das auch weiß. Aber es ist halt in seinem Rahmen zu entscheiden, wann der Zeitpunkt ist. Was ja ganz lustig ist, weil der Zeitpunkt ist ja eigentlich relativ egal. Man könnte meinen, im Grunde hätten wir das Ganze auch sehr stark abkürzen können, wenn Neo schon viel früher einfach das gemacht hätte, was Smith wollte. Ja, das ist halt die Frage, ob das tatsächlich so gegangen wäre. Zumindest kann man argumentieren, er hat sozusagen jetzt das als Verhandlungsmittel genutzt, indem er es eben nicht vorher gemacht hat. Ja. Weil die Verhandlungen ja gar nicht notwendig gewesen wären, wenn die das mal schon vorher gelöst hätten. Ja, gut. Aber ne, in der Logik des Films, oder man könnte es so interpretieren, dass die Idee ja ist, dass diese Smith-Virus ganz gezielt auch vom Orakel initiiert wurde, um sozusagen das System zu destabilisieren und dann am Ende sagen zu können, naja, wenn ihr wollt, dass wir jetzt alles retten, dann müsst ihr euch auf Verhandlungen einlassen. Da ist natürlich der Zeitpunkt ganz interessant in Teil 2. Ne? Also wann trifft denn Neo auf Smith? Ne? Unmittelbar nachdem er mit dem Orakel gesprochen hat, sogar an demselben Ort. Ja, für mich Da ja. würde man schon meinen, ob das Orakel sich nicht vielleicht gedacht hat, naja, vielleicht kann Smith da ja gleich mal den Sack zumachen. Ja, und die Rede, die er jetzt natürlich hält, ist auch sehr spannend, finde ich allerdings auch im Englischen etwas treffender formuliert. Man hier nochmal sieht, dass Smith eben tatsächlich das Menschliche nicht
durchdringt oder dass seine Bestimmung eigentlich ist, es zu vernichten. Mein Name ist Neo. Ja, und das ist halt tatsächlich auch nochmal so ein Kernsatz. Ich meine, es ist natürlich irgendwie das, was alle anderen auch immer gesagt haben, aber Smith ist sozusagen nicht gelöscht worden. Also im Sinne von, er hat das ja auch so formuliert, er wusste, dass er gehen sollte, aber er konnte irgendwie nicht. Aber es ist nicht so, dass er da sagt, er hat entschieden, dass er nicht geht. Während Neo eben offensichtlich als einziger in dieser Beziehung Entscheidungen fällen kann. Bestimmung ist halt auch nicht Selbstbestimmung, ne? Nee, genau. Es ist bestimmt werden von jemandem. Ja. Das finde ich tatsächlich irgendwie hier nochmal ganz spannend, dass das so gegenübergestellt wird. Weil wie gesagt, er weiß, dass es nicht weitergeht. Der andere weiß, dass es nicht weitergeht. Aber nur einer von beiden kann entscheiden, ob er weitermacht oder nicht. Ne? Also Smith kann das nicht auflösen. Und sie haben hier natürlich auch wahnsinnig schönen grünen Schmodder gemacht. Also ich glaube, mehr kann man nicht darstellen, dass die Matrix so in sich selbst zerfällt. Genau, und jetzt kommt ja der magische Satz. Auch das hat er nicht entschieden, dass er das sagt. Er hat es gesehen, dass es so passiert und deswegen macht er das so. Aber macht der Film nach dem Train of Thought, den wir gerade geritten sind, jetzt quasi doch diesen Unterschied klar? Also jetzt in der Metapher des Films halt zwischen Maschinen und Menschen, dass die einen halt nur tun, was ihnen gesagt werden und der Mensch eben dann doch im Kern Entscheidungen treffen kann? Ja, also zumindest legt das ja irgendwie diese ganze Komplexität nahe, dass man dann doch jedem Programm oder jedem Charakter, der irgendwie ein Programm repräsentiert, unterstellen kann, dass sie nicht selber entscheiden, was sie machen, sondern sie folgen alle ihrer Bestimmung, beziehungsweise sie haben genau den Kenntnisrahmen, der ihnen zugewiesen wurde. Und auch der Architekt kann halt nur das machen, was in seinen Möglichkeiten liegt oder wofür er gemacht ist. Und da gibt es immer Grenzen. Und das Orakel im Grunde ja auch. Oh, Kreuz. Ja, da kommt noch mal schön die ganze Macht der religiösen Symbolik raus. Wir haben ja auch eine lustige Spiegelung gegenüber dem Ende von Teil 1, ne? Es passiert schon wieder genau das Gleiche. Ja. Nur dass diesmal Smith derjenige war, der den anderen vermeintlich infiltriert hat. Aber schon wieder explodiert er von innen. Die Genau. Gleichung ist ausgeglichen. Ganz im Sinne des Architekten. Ja. Also im Endeffekt kriegen ja alle irgendwie das, was sie gerne haben wollen. Aber jeder halt irgendwie ein bisschen anders als erwartet.
Wenn du so willst, ist es ein einziger Kompromiss. Ja, man kann ja noch mutmaßen, was das jetzt eigentlich bedeuten sollte, dass man gerade noch mal das Orakel gezeigt hat. Also ich meine, kann natürlich die Andeutung sein, dass alle, die da vorher schon mal waren und von Smith assimiliert wurden, jetzt auch wieder weiter sind. Aber es gilt offensichtlich ja nicht für Neo, zumindest sieht man den da nicht. Und im Abspann sehen wir ja auch im Grunde nur vier oder so Figuren von denen, die wir kennen. Der Junge hat nicht mehr Informationen als er hat. Nö, er hat auch nur gesehen, dass sie abgehauen sind. Sie glauben ihm aber auch alle instant. Da kommt ein Typ angerannt und sagt, der Krieg ist vorbei. Er hat da einfach so ein Charisma, weißt du? Hat es Sonst hat er einfach sehr Mofos. glaubwürdig rübergebracht. Aber man muss schon sagen, ich verstehe schon, warum viele Leute da negativ reagiert haben, weil für viele ist es, glaube ich, wirklich nicht verständlich, was genau jetzt eigentlich passiert ist. Ne? Also, Es ist ja auch wenn sehr man das nicht so metaphorisch. durchdringt, dann sagt man sich, ja gut, der Böse hat Neo besiegt, warum ist auf einmal Frieden mit den Maschinen? Was ist da los? Oh, grüne Augen. Ja, naja, und was wir jetzt im Grunde ja auch nur sehen, ist, dass die Leiche, Fragezeichen, von Neo irgendwie abtransportiert wird. Naja, Teil 4 wird ja da wieder Genau, und noch. dass da noch mal so ein bisschen Seele gezeigt wird. Und dass die Matrix jetzt wieder hergestellt wird, offensichtlich. Das war das erste Mal, dass wir so Natur sehen in der Matrix, ne? Ein bisschen, ja. Ich möchte behaupten, dass jetzt auch diese Grünfärbung rausgenommen ist. Zumindest ist sie sehr reduziert. Was ja so ein bisschen auch der Gag ist des vierten Teils. Da ist halt auch alles sehr viel mit Andeutungen und man sehr wenig Konkretes. Ja, aber zu deiner Frage, ne, also gut, jetzt inzwischen wurde er auch wieder hergestellt, aber Seraph ist ja auch wieder da, ne, also und sie auch, Shani wurden ja von Smith assimiliert. Man kann natürlich aber auch immer argumentieren, ne, also gerade mit dem Wissen, dass die Matrix schon 6 Mal vorher quasi resettet wurde und die Welt darüber hinaus auch. Welche Bedeutung hat irgendwas? Ja, genau, das ist halt vollkommen offen und auch unklar. Und
Offenbar gibt es irgendwie Programme, die auf der Seite der Menschen sind und Programme, die nicht so auf Seite der Menschen sind. Beziehungsweise vielleicht noch, kann man das noch nicht mal sagen, weil sie dann ja dafür eine Entscheidung treffen mussten, aber sie offensichtlich eher interessiert daran sind, die ganze Systematik aufrechtzuerhalten und die dann eben Anpassungen vornehmen. Und so scheint die Idee eigentlich auch gedacht zu sein. Also ne, die Matrix wird halt angepasst an die Ausbruchswünsche der Menschen und die wird halt jedes Mal besser, sodass immer weniger Leute möglicherweise raus wollen. Ja. Wir sehen betroffen den Vorhang fallen und alle Fragen offen. Genau das, ne? Man hat nicht so wirklich. Ja, also Morpheus darf nochmal sagen, genau so habe ich es mir vorgestellt, aber im Grunde hat man da auch nicht mehr so einen richtigen Abschluss, was jetzt mit denen ist. Man würde ja meinen, man hätte normalerweise noch so eine Art, ne, vielleicht so eine Art Begräbniszeremonie für Neo und Trinity, ne, nochmal die Helden feiern. Ja. So ein bisschen Star Wars Episode 4 mäßig. Am Ende hat man nochmal den Saal voller Menschen und dann Musik nochmal Höhepunkt und dann Ja. Abblende. Ja, das oder eben, ne, je nachdem, was man sich jetzt für ein Vorbild nimmt. Herr der Ringe könnte man sich angucken. Dann gibt es halt noch einen ganzen Epilog, wo gezeigt wird, was aus den einzelnen Charakteren wird, die es überlebt haben. Keine Ahnung. Auch bei Avengers Endgame gibt es ja noch eine ausgeladene Szene, wo im Grunde alle losen Fäden irgendwie aufgenommen werden. Zumindest von den Charakteren, die da nicht mehr auftauchen. Also da gibt es schon verschiedene Dinge, die man hätte überlegen können zu machen. Aber offensichtlich war das hier ja ganz vorsätzlich so gestaltet, dass man auf diese Fragen zumindest keine konkrete Antwort geben will. Und es Ja, auch offen lässt, ob die nochmal auftauchen. Also. aber die Struktur des dritten Films finde ich nach wie vor sehr interessant, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt drei größere Abschnitte waren, die sich aber auch sehr voneinander unterscheiden. Ne, du hast den ersten Abschnitt, wo wir noch diese Techtelmechtel in der Matrix so ein bisschen haben, wo wir festgestellt haben, dass das irgendwie am Ende so ein bisschen für die Katz war. Das will ich genau wissen, wozu haben wir da jetzt nochmal diese Matrix-Kampfszenen mit dem Merowinger und so weiter gesehen. Dann haben wir diese gewaltige, dann haben wir ein bisschen Hinlauf dann zu der großen Schlacht im Dock. Und dann im Grunde die Reise von Trinity und Neo inklusive Endkampf da. Ja. Und das alles wirkt aber ein bisschen losgelöst voneinander. Ja, das stimmt. Also es sind irgendwie so Versatzstücke, teilweise ja auch Sachen, die irgendwie so parallel stattfinden, aber die nicht parallel gezeigt werden. Ja, auch mit unterschiedlichen Charakteren, ne? Also die ganze Matrix-Geschichte, ich meine, Neo hauptsächlich ist ja da in der Trainstation, hängt er ein bisschen fest. Aber das ist ja eigentlich eher die Geschichte dann von Morpheus, Trinity und Seraph. Dann die Doc-Geschichte hat gar nichts mit den Hauptcharakteren großartig zu tun. Ja. Und das Finale ist dann halt hauptsächlich Neo, Smith und Trinity. Und selbst die ja nicht zu großen Teilen. Und halt auch nochmal anders als Teil 2 schon gegenüber Teil 1 war. Ne? Ich meine, bei Teil 2 waren die Leute auch verwirrt, aber da hast du natürlich noch sehr viel mehr Matrix-Action auch gehabt. Ja, das stimmt. Also da hat man halt tatsächlich auch diesen ganzen, diese Effekte aus der Matrix und was da so halt auch besonders ist, noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt und versucht immer noch so einen draufzusetzen. Und bei der Auseinandersetzung im Dock gerade ist eben tatsächlich sehr viel Zeit darauf verwendet, einen eigentlich sinnlosen Kampf zu zeigen, der auch nur notwendig ist, rein von der zeitlichen Logik her, damit irgendwie die anderen Zeit haben, dahin zu kommen und Neo Zeit hat, die Stadt zu erreichen, aber. Ich meine, du hast jetzt schon häufiger so den Begriff sinnlos genutzt. Das ist ja ganz interessant zu der ganzen Geschichte zwischen Smith und Neo, ne? Wo er genau sich das Smith fragt, ne? Warum kämpfst du eigentlich noch, wenn es doch keinen Zweck hat?
Ja, also es wirkt ja zumindest weniger irgendwie streamlined, weil man eben auch noch sagen kann, ab dem Zeitpunkt, wo Neo bewusst von seiner Bestimmung abweicht, halt offenbar nur noch Menschen Entscheidungen treffen. Und das hat natürlich dann nicht diese Eleganz der Prophezeiung, wo man nur das machen muss, was einem gesagt wird, sondern dann triffst du halt eine Entscheidung, klappt nicht, nächste Entscheidung, klappt nicht, nächste Entscheidung. Ah, okay, dann machen wir doch weiter oder auch nicht. Also es ist ein Stück weit ist es charmant, weil es eben zeigt, dass Menschen so eine gewisse Agency haben und nicht nur Dinge machen, die man ihnen sagt, dass sie machen sollen. Gleichzeitig zeigt es eben auch, dass es ja gar kein konkretes Ziel vor Augen ist. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie Morpheus zurückkommt, wissen die ja gar nicht, dass Neo unterwegs ist. Also dieser ganze Kampf im Dock ist komplett aus ihrer Sicht ziellos, weil sie ja eigentlich von vornherein auch wissen, dass sie es nicht anhaltend schaffen werden. Und erst in dem Ich Moment, wo sie wissen, dass eventuell doch noch was passiert mit Neo, haben sie ja einen Grund weiterzukämpfen. glaube, häufiger ist da so das Element der Hoffnung spielt eine große Rolle, ne? Dass du auch ohne ein Wissen, also da sind wir auch im Bereich Glauben, ne? Ja. Was darf der Mensch hoffen? Ne? Sind wir bei Kant auch wieder, ne? Dass auch du jenseits deines Wissens trotzdem so agierst, als ob es ja vielleicht gut gehen könnte. Ne? Ohne dass du Hinweise darauf hast. Ne? Du verteidigst bis zum letzten Schweiße deines Angesichts dein Leben oder das Leben deiner Liebsten, auch wenn alles, was du weißt, darauf hindeutet, dass es eigentlich sinnfrei ist. Aber du hast halt noch Hoffnung, weil du irgendwie daran glaubst, dass vielleicht doch noch die Erlösung kommen kann. Genau. Ja, und man kann natürlich jetzt sagen, so im großen Bogen ist es ja auch gut ausgegangen für diejenigen, die es geschafft haben. Aber man hätte es nicht wissen können. Aber ne, also wenn man die Logik jetzt das Ende des Films nochmal so weiterdenkt, also was ist da jetzt der Status quo? Ne, also der Architekt sagt, naja, sie werden befreit werden, ne, so als Versprechen. Ne. Sagt man, ja, aber dann halt sie doch nicht länger gefangen. Also wenn jetzt das Happy End quasi darin besteht, dass die Matrix bzw. die Maschinen keinen Widerstand mehr leisten, dass Leute aus der Matrix entkoppelt werden. Also, wie muss man sich das, würde man sich das jetzt vorstellen, wie jetzt diese neue Gesellschaft aussieht? Ja, naja, also da ist es halt wieder gut, irgendwie darauf zu achten, was genau gesagt wird. Ne? Sie fragt ja, was mit den anderen ist, die raus wollen. Also es ist ja gar nicht gesagt, dass alle raus wollen. Naja, Und dann sagt aber. er, na, die, die raus wollen, die werden befreit werden. Also das heißt aber natürlich nicht, wir lassen jetzt das System sein, weil wir brauchen die Energie ja weiterhin. Aber die, die raus wollen, denen kann geholfen werden, sozusagen. Aber es das heißt nicht, wir lassen jetzt einfach alle gehen. Das ist. Also es ist wirklich auf dem Zünglein an der Waage Logik ist es eine ganz kleine Verschiebung, wenn man es im großen Ganzen betrachtet. Ich würde mal eben wo ich eben schon hin abgebogen bin, auf dieser Glaubensschiene bleiben. Ne? Also im Grunde ja so ein bisschen von wegen, ey, wer den Glauben finden will, die Erlösung, dass die Matrix nicht die echte Welt ist, dass es eine bessere Welt da draußen gibt, da wird sozusagen vom System kein Widerstand mehr geleistet, dass jemand diese Erkenntnis sozusagen, dieser Erkenntnis folgen kann. Ne? Und sich von den irdischen Zwängen der Matrix befreien kann. Oh, hier übrigens schon ein Musikstück dabei gewesen, was auch schon Tom Tykwer und Johnny Klimme geschrieben haben. Interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen. Bisher. Übrigens zitterte gerade der Abspann bzw. der Titlescreen auch. Also ich glaube nicht, dass das so, das war nichts Kameramäßiges im Film, sondern das ist tatsächlich dann irgendwie dem Prozess scheinbar geschuldet, wie das Filmmaterial digitalisiert wurde. Ja, naja, möglicherweise beim Scannen des Films. So, jetzt schnell hier weg, bevor Stranger Things Staffel 4 Trailer losgeht. Ja. So, und da ist das auch zu Ende. Ja, interessant. Muss ich mir gleich nochmal die 4K-Fassung angucken, die ich ja hier auch zugänglich habe, ob es da auch so wackelt.
Ich glaube, Man es. würde ja meinen, dass es nicht so schwierig wäre, sowas zu stabilisieren. Ne? Natürlich immer mit ein bisschen Verlust an den Rändern. Ja? Da könnte man jetzt natürlich auch argumentieren, ne? Wenn man darüber redet, so das Werk an sich zu präservieren, ist das ein Wort? Ne? Also es beständig zu halten. Und da kann man natürlich das Argument ins Feld bringen, wir lassen das Wackeln drin, weil wenn wir es rausnehmen würden, müssten wir etwas vom Werk entfernen, nämlich den Rand. Ja, möglicherweise. Also ich weiß nicht, es gab auch damals, als die DVDs rauskamen, gab es, glaube ich, für die zweite, für die Reloaded-DVD irgendwie einen Produktionsfehler, wo tatsächlich irgendwas schiefgelaufen war. Aber bei dem dritten will mir das nicht bekannt und wie gesagt, es ist mir auch noch nicht aufgefallen. Weiß auch nicht, ob es jetzt nur diese Fassung hier ist, aber scheinbar ist es ja zumindest die Netflix-Fassung auch. Scheinen ja häufiger so eine Probleme zu haben. Ne? Bei Teil 1 war es ja schon, dass es mit Grünstich irgendwie ausgeliefert wurde. Wo lange Zeit den Leuten unklar war, soll das so oder ist das eine stilistische Entscheidung oder liegt es an der DVD? Ich meine, es war dann tatsächlich ein Produktionsfehler, zumindest bei einer bestimmten Charge oder so. Ja, naja gut, ja, das war halt auch noch die Zeit, ne? 2003, da ist die DVD noch nicht ganz so alt gewesen und alles, was danach gemacht wurde, wurde wahrscheinlich vom selben Master gemacht. Also wenn sie einmal ein digitales Master erstellt haben und das nicht gefixt wurde, dann deswegen, da hat man ja noch geworben damit, dass ein digitales Master oder ein digitales Remaster gemacht wurde. Das heißt ja nicht, dass sie gut waren damals. Ja, naja, aber nun haben wir diesen ganzen Bogen einmal zusammenhängig gesehen. Ja, und es lässt halt schon auch noch viel offen. Das war ja durchaus, glaube ich, auch die Intention, da eben den Zuschauern und Zuschauerinnen ihr Interpretationsraum zu lassen. Darum gibt es ja eben auch keine Regiekommentare von den beiden Filmeschaffenden, weil die dann auch immer gesagt haben, sie möchten eigentlich nicht ihren Film selber kommentieren. Andere haben das gemacht. Und es gab dann natürlich auch eine lebhafte Diskussion, was das nun bedeutet. Die aber tatsächlich, glaube ich, dann so ein bisschen darunter gelitten hat, dass einfach viele gesagt haben, dass das ihre Erwartungen enttäuscht hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der dritte Teil ist sogar noch mal ein bisschen schlechter bewertet worden wie der zweite, obwohl ich doch sagen würde, dass der zweite irgendwie ja. Also ich würde mich, glaube ich, da eher der Mainstream-Meinung anschließen. Also in meiner Wahrnehmung ist das auch so, dass Teil 3 nochmal schlechter wegkam als der zweite. Wobei es so einen Abschluss natürlich immer nochmal ein bisschen schwerer hat, weil der muss dann halt die großen Fragen hoffentlich befriedigend beantworten, die alle haben. Und wenn er das nicht schafft, dann ist er halt unten durch. Aber Teil 2 hat, wie gesagt, na ja, zumindest noch die Matrix-Action, die halt viele so toll fanden. Ne? Die Leute haben sich da halt auch schon dran gestört, an den sozusagen an den Dialogen drumherum um die Action, aber konnten die wahrscheinlich dann zumindest noch so ignorieren, weil es genügend stylische Action gab. Und hier in Teil 3 funktioniert das nicht mehr so gut, weil du nicht mehr so viel Matrix-Action hast. Zwar okay, beeindruckende so Massendarstellung, ne, dieser ganze Dockkampf, aber der Rest ist ja dann doch größtenteils eher, wie soll man sagen, theatralisch gehalten. Ne? Also visuell ja eigentlich der Kampf zwischen Neo und Smith auch wieder recht beeindruckend, was die da so machen. Aber man hat halt schon das Gefühl, so ein bisschen, okay, es führt halt irgendwie zu nichts hin. Ne? Ist auch so das Lost-Phänomen. Man ist die ganze Zeit dran geblieben und am Ende endet es einfach in einem großen Fragezeichen. Ja, also wie gesagt, ich kann schon auch nachvollziehen, dass das unbefriedigend ist, aber natürlich eben schon auch ist, dass man das unbefriedigt lässt und damit man sich halt selber Gedanken drüber machen muss oder kann. Ja, kann Da sind man. wir wieder bei Teil 4, ne? Also das passt ja genau zu dem, was dann halt in Teil 4 nochmal auf die Spitze getrieben wurde. Ne? Eben das Statement zu sagen, die Wachowskis, die wollten da halt auch vielleicht eine bestimmte Philosophie zumindest nahelegen oder zum Ausdruck bringen und haben sich bereits ja schon angefangen in Teil 2, haben wir letztens mal festgestellt, zumindest diese Lesart, dass die möglich ist, dass da bereits Erwartungen unterlaufen werden sollen und sagen, ey, wir wollen eben nicht, dass ihr hier nur oberflächlichen, geilen Actionfilm seht, sondern ihr sollt hier schon was mitnehmen aus der ganzen Sache. Und
zu sowas passt ja auch, da sind wir bei Irritation, ne? Dass eben nicht man so ein Wohlfühl-Blockbuster-Ende bekommt, sondern was Sperriges, wo man halt jetzt noch, ne, 20 Jahre später, drüber redet. Ja, und ich würde ja auch sagen, also dass das noch mal ein bisschen gewonnen hat mit dem Abstand, ne? Also das sich heute anzugucken, ist dann, glaube ich, auch noch mal was anderes, als das damals gesehen zu haben. Guck gerade noch mal, was der Spaß gekostet hat und wie viel die eingenommen haben. Also für Revolutions stehen hier zumindest ein Budget von 150 Millionen. Ich glaube, das war aber für beide. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und der hat aber weltweit 427 Millionen eingespielt. Ja, der hat schon einen Gewinn gemacht. Ne? Also da muss ja, glaube ich, immer noch mal Marketing draufrechnen. Ja. Was, glaube ich, Pi mal Daumen heutzutage, glaube ich, ungefähr das gleiche Budget einfach normal ist. Also Marketingbudget oft genauso hoch wie das eigentliche Budget des Films. Ne? Das Also wenn ein Film stimmt. nicht ungefähr das Doppelte von dem einspielt, was er an sich erstmal gekostet hat, dann gilt er schon als Flop heutzutage. Das stimmt. Und kann man natürlich annehmen, dass gegebenenfalls, weil sie eben beide mehr oder weniger gleichzeitig rausgebracht haben, sie nur einmal Marketingbudget brauchten. Stimmt, konnte die Plakate noch wiederverwenden, war ja dann schon direkt ein paar Wochen später schon wieder im Kino gefühlt. Ja, aber im Vergleich zum dritten, ne, mit 427 Millionen hat eben Resurrections tatsächlich ja nur 156 Millionen weltweit eingespielt. Und da weiß man nicht so richtig, was er gekostet hat. Also es wird hier gemutmaßt, dass er wohl 175 gekostet haben soll. Na, hätte ich auch so geschätzt, so in dem Dreh. Also ungefähr so viel wie er eingenommen hat, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja. Also war auf alle Fälle nicht der Kickstart-Reboot, den sie sich vielleicht bei Warner gewünscht hatten. Aber muss man ja auch sagen, das war auch nicht anzunehmen. Ja, und die Wachowskis waren wahrscheinlich ganz froh, die Sache da endlich mal hinter sich gebracht zu haben, um gerade nicht mehr diesen Mainstream-Druck zu haben. Jetzt hier die großen Blockbuster weiter zu produzieren für Warner. Möglicherweise. Aber es ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es kann ja immer noch eine Serie kommen. Hahaha. Gibt es da Andeutungen? Es wird ja alles möglich und das wird ja jetzt gerade, weil die HBO ja sein eigenes Portal füllen muss, wird ja alles zur Serie. Gibt ja wohl jetzt hier auch eine Pinguin-Serie mit dem Pinguin aus dem letzten Batman-Film. So, ich dachte aus Madagaskar. Ja, das wahrscheinlich auch, aber das gehört glaube ich nicht zu Warner, oder? Weiß ich gar nicht. Universal, glaube ich. Naja. Ja. Naja, aber unabhängig davon, ja, ist natürlich hier schon irgendwie ein sehr deutliches Ende und eine sehr deutliche Zensur gesetzt, dass da eigentlich nicht, also es wird schon noch offen gelassen, also man kann aber nicht sagen, dass hier der Weg bereitet wird für noch einen weiteren Teil. Deswegen auch was diese zusätzlichen Charaktere, man könnte das ja schon so interpretieren, dass da ganz viele neue Charaktere eingeführt werden, eben auch diese neue Welt von Zion, weil man dann gesagt hat, okay, dann haben wir noch mehr Spielfeld, um noch weitere Filme oder Serien oder Spin-off-Geschichten so, Spin-offs ne? zu Ja. machen. Aber das hat man ja nicht gemacht. Und Seraphs Abenteuer. zum Beispiel. Und ich weiß nicht, was davon noch in dieses Online-Spiel geflossen ist. Das habe ich immer nur so am Rande verfolgt und versucht nachträglich zu rekonstruieren, was da eigentlich die Story-Pakete waren. Aber das hat, glaube ich, dann auch nicht mehr so viel damit zu tun gehabt. Also zumindest ist die Geschichte da nicht weitererzählt worden. In dem Sinn. Von daher, ja, hat man das ja dann doch irgendwie links liegen lassen, offensichtlich, über fast 20 Jahre. Nun Ja. gut. Ja, genau. Dann haben wir das jetzt hier auch sozusagen beendet, die Trilogie zumindest. Genau. Ich meine, man Würde. stellt, glaube ich, schon fest, also jetzt so beim Kommentieren, man kann schon viele Sachen aufmachen. Es ist ein bisschen unübersichtlich, wenn man es ein bisschen systematischer schriftlich festhält, sich ein bisschen visualisiert oder so, da kann man schon einiges rausholen. Werden ja jetzt auch nicht die Ersten, die das tun. Nö, genau. Also ich denke auch, man kann sich da schon so rote Fäden durchlegen, auch durch mehrere Filme gleichzeitig, um zu gucken, wie sich das entwickelt, beziehungsweise wo dann jetzt die beiden mittleren Teile dem ersten doch auch widersprechen oder
sozusagen eine ganz andere Perspektive nochmal aufmachen, als man das vielleicht erwartet hätte. Das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Und wie gesagt, wir würden ja auch den vierten noch besprechen, wenn dann mal endlich die Blu-ray irgendwie hier bei mir verfügbar ist. genau, um da auch nochmal drauf einzugehen. Und da wird ja natürlich jetzt relativ vieles auf dem, ja, komplett gedreht, würde ich mal sagen. Das ist ja doch nochmal sehr anders als die Filme, die wir bis jetzt gesehen haben. Genau. Möchtest du noch was nachschieben? Ich habe gerade überlegt, was wir jetzt nicht gemacht haben oder vielleicht nur implizit. Ich habe überlegt, ob es noch Sinn macht, gerade weil wir jetzt sozusagen die drei Filme erstmal so als Trilogie erstmal hatten für die Zeit, ob man da auch eine gewisse Aktstruktur herausarbeiten könnte. Ne? Also wir haben natürlich wieder diese Besonderheit, dass Teil 2 und 3 halt so eng miteinander verknüpft sind und Teil 1 deswegen natürlich so ein bisschen selbstständig steht. Aber ne, wenn so Teil 1 so die Einführung in die Welt ist, quasi. Also es ist ja bei Drehbüchern diese typische dramaturgische Dreieck, was man ja hat. Das ist ja immer ein, sozusagen so wie bei über Inception immer ineinander geschachtelt. Ne? Du hast einen ganzen Film, der eine Dreiaktstruktur hat. Du hast innerhalb eines Aktes hast du häufig eine Dreiaktstruktur. Du hast in einer Szene hast du die Dreiaktstruktur. Bis hin zu, keine Ahnung, einem Dialog oder sowas. Und da frage ich mich, wenn man sich das mal angucken würde, ob man das auch so für diese Trilogie so aufmachen könnte, dass in der gesamten Geschichte quasi Teil 1 eine bestimmte Funktion erfüllt, Teil 2 dann quasi was Bestimmtes etabliert und Teil 3 das dann sozusagen konsequent zu Ende führt. Weiß ich nicht. Das nur so als Idee, dass man das durchaus dieses Filmübergreifende irgendwie nochmal aufgreifen kann. Ob da was ist Ja, oder nicht. müsste man tatsächlich, also wir machen das ja, glaube ich, im Seminar so ein bisschen, dass wir auch diese Plot-Logik ein bisschen gegenüberstellen und das ist halt immer die Überlegung, ob man das macht für den zweiten und den dritten als ein Film oder als einen Storybogen und nicht als zwei getrennte, weil es ja halt wirklich sehr arbiträr in der Mitte irgendwie unterbrochen wird, ohne dass es so richtig motiviert ist oder dass man so richtig sagen kann, da fängt jetzt eine ganz neue Geschichte an. Und dann könnte man aber da nochmal gucken, wie da die Aktverteilung auch ist. Also im Endeffekt gibt es ja da auch so eine ähnliche Logik wie im ersten Film, dass man bis zu einem gewissen Punkt glaubt zu wissen, was passieren muss. Und dann passiert es aber irgendwie anders als vermutet. Und dann müssen sich alle irgendwie daran orientieren, dass das jetzt dann doch anders ist. Und dann kommt aber ja im Grunde trotzdem das Ende zustande, so wie sie es gesagt haben. Also. Neo wird der Auserwählte und hier ist sozusagen das Fernziel, die Matrix muss neu gestartet werden und wird resettet und am Ende wird die Matrix auch neu gestartet und resettet. Nur nicht so, wie sich die Leute das gedacht haben. Also immer so ein doppelter Twist. Erst kommt es nicht so, wie man denkt, und dann doch. Dann doch, ja, genau. Also es wird immer so ein bisschen angedeutet, es geht in eine andere Richtung und dann geht es eigentlich doch dahin. Von daher. Ich glaube, das kann man vielleicht sogar als irgendwie so ein Muster vielleicht mal nebeneinander stellen und gucken, wie das dann gemacht wird, auch so anhand von Zeitzuordnungen, ob das ähnlich konstruiert ist. Und wo wir relativ wenig drüber geredet haben, sind halt so die Charaktere. Naja, teilweise bei den Hauptcharakteren haben wir es schon noch mehr gemacht, aber gerade wir haben ja in Teil 2 und 3, du hast ja gerade schon gesagt, sehr viele neue Charaktere. Ne? Und dann zu überlegen, wozu sind die eigentlich da, was haben die für einen Einfluss? Banal gesagt, braucht es die? Also, was für eine Funktion erfüllen diese Charaktere? Genau, das wäre halt noch so ein Punkt, über den man nochmal nachdenken kann. Wie gesagt, viele werden ja auch irgendwie eingeführt und dann aufgelöst. Ne? Also irgendwie so Charaktere wie Mifune sind dann raus. Von Kit könnte man sagen, dass das der Einzige ist, der dann tatsächlich am Ende auch noch so eine Markierung darstellt, von dem man auch weiß, dass der dann vielleicht noch wichtig werden könnte. Vielleicht kann er sich irgendwie da, aber wird halt ja auch alles nicht konkret, von daher. Ich bin auch generell der Meinung, das ist jetzt eher so ein Bauchgefühl, aber was mir häufiger aufgefallen ist, ab Teil 2 und auch in Teil 3 jetzt wieder, dass wir häufig Nahaufnahmen von Charakteren haben, die sonst keine Rolle spielen.
Ich das Gefühl habe, jedes Mal sollte ich diese Figur kennen, ist das, habe ich die schon mal irgendwo gesehen oder so? Und meine Ja. Irritation, ich kann das nicht genau festmachen. Ich würde vermuten, dass andere Filme solchen Figuren meistens wahrscheinlich nicht solche Nahaufnahmen geben, sondern die eher in der Totalen belassen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum mich das so irritiert, dass ich ständig da Figuren sehe, die was sagen dürfen, obwohl die im Grunde keine Charaktere sind in der Geschichte. Na, also irgendwelche Leute in Zion halt, die immer am Tisch mitsitzen und geschockt gucken und sowas oder was sagen dürfen. Na, normalerweise halten die quasi die Klappe in anderen Filmen. Ja, das ist vielleicht auch tatsächlich eher so eine Andeutung auf den Änderungen oder sich ändernden Stil, dass die halt dann diese eher, wie sagt man, wenn es nicht eine Hauptfigur gibt, sondern mehrere, dann ist es Ein Ensemble? ein Ensemblefilm, genau. Dass sie Ja, mehr oder so in halt auch Richtung dieses, Ensemblefilm gehen. ne, dass es eben nicht um die strahlenden Helden geht, sondern dass da sehr viele verschiedene Menschen quasi von betroffen sind, wenn Zion untergeht und so. Ja, also auch diese Diversifizierung ist da, glaube ich, nochmal ein Punkt. Ja, das Sowieso, ne? stimmt. Also Diversität, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten, ne? Aber spätestens ab Teil 2 ist das ja schon sehr offenkundig, so im Vergleich, sage ich mal, zu anderen Mainstream-Hollywood-Produktionen, ne? Ja, und ich Was würde. hier Hautfarbe angeht, Kleidungsstile und so weiter. Ja, genau. Und ich würde halt auch sagen, dass das noch vor dem, bevor das sozusagen ein Teil der öffentlichen Diskussion wurde, dass das ja nicht geht. Also ich meine, so mitgeschwungen ist die Kritik ja auch schon häufiger vorher. Aber ich würde doch sagen, dass so der Höhepunkt der Diskussion eher in den 2010er Jahren gewesen ist. Und das ist ja lange danach. Also von daher kann man nicht sagen, dass das ein politisches Kalkül oder kann man nicht ausschließlich sagen, dass das ein politisches Kalkül dahinter steckt, dass man das gemacht hat. Man würde aber auch sagen können, dass zumindest in meiner Wahrnehmung das eben auch sehr beiläufig in diesem Film passiert. Ein Kritikpunkt, der heutzutage ja häufig geäußert wird, ist ja, dass Filme das sehr in den Vordergrund stellen, Ja. also sehr offenkundig zum Thema machen, so in einem Nebensatz oder nur, und dann rollen die Leute halt immer mit den Augen. Ja, auch eine Frau kann stark sein oder so. Und in diesen Filmen das halt nicht weiter thematisiert wird. Es wird halt entsprechend gecastet, ne, dass du viele Leute aus allen möglichen Ethnien dabei hast. Klar, die haben natürlich die ganze, ne, diese Rave-Geschichte und die Frisuren und sowas, das geht schon speziell in eine Kulturrichtung so. Aber ansonsten spielt das halt keine Rolle, oder dass du starke Frauenfiguren hast oder so, ne? Es hat sich ja über Trinity nie jemand beschwert, das ist so eine Mary Sue oder wie es genannt wird, ne? Also so Alleskönnerfrau. Sondern hat man einfach gesagt, das ist eine coole Figur. Ja, das stimmt. Also es ist hier auch noch nicht so stereotypisiert, wie das dann teilweise dann nachher wieder Weil ich gemacht glaube, wenn wird. man jetzt auch, also Teil 2 und 3 auch mal dazu nimmt, ne, also in Teil 1 hast du hauptsächlich ja nur Trinity als starke Frauenfigur gehabt. Switch, ne, war ja ein bisschen so am Rande. Sonst aber halt keine Frauen, glaube ich, soweit ich mich gerade erinnere. Und ab Teil 2 und 3 müsste man mal so aufzählen so, oder sich mal angucken, habe ich das Gefühl, hält sich das ziemlich gut die Waage, was so Frauen und Männerrollen Das angeht, auch stimmt in auch, ja. Machtpositionen. Ja, stimmt. Da auch im Rat ist ja eine Frau. Ja, das stimmt. Es gibt weibliche Kapitäne. Also zumindest ist es alles relativ ausgeglichen, ohne dass man das Gefühl hat, dass es Vorsatz ist. Und man könnte sogar sagen, keine negativ besetzte Frauenfigur, ne? Also in dem Sinne gar nicht mal ausgeglichen, sondern Bösewichte oder Sturköpfe oder Leute, die so ein bisschen als Antagonisten auftreten, sind halt immer Männer. Ja, das stimmt. Ja, die Agenten sind auch immer Männer, das stimmt. Ja. Wer Zion, der General, der Widerworte gibt und sonst was, ne? weiß. Alles Männer, wo man sich als Zuschauer sagt, jetzt halt doch mal die Fresse, mach doch mal das, was die Helden wollen. Ja, genau. Ja, stimmt. Also das auch unter der Perspektive könnte man sich die Filme, glaube ich, nochmal angucken und irgendwie vergleichen, vielleicht wie das auch heute gelöst wird. Würde behaupten, dass das doch heute dann irgendwie mehr aufgesetzt in vielen Filmen Es liegt ja auftaucht. auch nahe, ne? Die ganze Gender-Thematik haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist ja bei den Wachowskis, wurde ja oft genug zum Thema gemacht. Ne? Und wenn man jetzt rückblickend schaut, merkt man halt sehr stark, dass es in diesen Filmen
sage ich mal, präsenter ist als in anderen Filmen. Ja, definitiv. Von daher, ja, wahrscheinlich an verschiedenen Stellen interessant, filmhistorisch nochmal zu gucken, wann der entstanden ist und wie, unter welchen Bedingungen auch. Jede Menge Holz, ey. Nee, 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 nee. Ja gut, dann haben wir das ja heute wieder geschafft, dann auch den dritten Teil unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, wie gesagt, Aber ist ja das gerade macht ja Champions nichts. League Finale oder sowas, ne? Ja. Aber es gibt ja das VOD. Genau, es wird ja alles, kommt ja nichts weg in der digitalen Welt. Außer natürlich, es wird gesperrt, weil du vorhin mit dem Film rumgespielt hast. Ja, wobei ich glaube, dass das hier keinen. Außer dass der Timecode mal nicht zu sehen war für eine kurze Moment, dürfte Ja. das keine Auswirkung gemacht haben. Naja, kriege ich die Schuld, weil der Film kurz vor meinem Gesicht zu sehen war. Ich Ja, habe aus Versehen kurz den Film ins Bild gehalten. aber ich habe ja hier im Grunde auch immer Standbilder oder so gehabt. Also wenn das Deswegen, nicht ja. Grund zur zum Kritik war, dann Ich nehme glaube, ich doch auch nicht an. da würde, glaube ich, Ton eher greifen, wenn das drin wäre. Ja. Das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, auch rechentechnisch einfacher zu machen, mit Fingerprinting den Ton zu finden als das Bild. Weil beim Bild bräuchtest du wahrscheinlich nur bestimmte Teile irgendwie verdecken und schon hätte das keine Möglichkeit mehr, das zu erkennen, dass das das Teil des Bildes ist. Nun gut, ja, dann haben wir das ja hier auch noch geschafft. Wie gesagt, einen wird es noch geben. Mal gucken. Also rein von der Logik her müsste es dann ja eigentlich übernächsten Dienstag sein. Aber. Man weiß Wenn bis halt dahin der nicht. Film erhältlich ist, in irgendeiner Form, Ja, ne? genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also, man kann ihn natürlich aus dem Ausland bestellen, aber sonst ist er hier noch nicht verfügbar. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Sonst machen wir es später. Jo. Genau. Ja, dann verabschieden wir uns bei den nicht mehr vorhandenen Zuschauern. Vor den Zuschauern der Zukunft. Genau, bei den Zuschauern in der Zukunft. Das ist eine gute Idee. Und ja, wie gesagt, wir werden ja nochmal ankündigen, wenn es dann den vierten Teil gibt. Und dann haben wir es hier einmal komplett besprochen. Genau. Und wünschen noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Oder einen anderen schönen Tag, je nachdem, wann sich das angeguckt wird. genau. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Ein ciao. Wiedersehen.